Ja, da steht's. Einer der Größten geht von uns. Ruhe in Frieden, Streu. Das ist das Motto heute der Offenbacher Kickers. Auch wenn es nicht nur ruhig bleibt, heute soll der OFC schon richtig angefeuert werden. Aber hier erst einmal bedächtigte Ruhe auf Offenbacher Seite. Und viele, viele sind gekommen. Und viele, viele werden heute hier den OFC anfeuern. Und am Mittwoch werden sie bei Streu sein, ihm das letzte Geleit geben. Und das erschüttert uns immer noch. Und ich denke, es wäre ganz in seinem Sinne, in seinem Interesse gewesen, dass wir heute hier in Gießen weiterkommen. Er ragte immer dort als Turm in der Schlacht heraus. Und wir werden gleich das Bild hier noch ein bisschen erweitert sehen. Vielleicht sieht man es schon so ansatzweise. Da gibt es eine Fahne, eine Schwenkfahne. Die wird gleich mit dem Konterfei von Streu sich hier auch noch in Bewegung setzen. Also Gänsehautmomente schon vor dem Spiel. Naja, und bis es soweit ist, kommen wir natürlich jetzt zum Sportlichen, ganz klarer Fall. Und da wollt ihr natürlich wissen, wie wird denn der OFC spielen? Und das haben wir für euch vorbereitet in einer Grafik. Genauer gesagt, an dieser Stelle erstmal herzliches Dankeschön an TSW, Techno Service Weißbad, unser großer Partner rund um Sanitär und Heizung. So, und dann haben wir die Aufstellung jetzt für euch. Und dann kann ich euch das gleich mal sagen. Der OFC spielt mit Trabant im Tor. Das war ja im Pokal bis jetzt immer so, dass ja, Trabant eben ausgesetzt hat, weil er in der Liga gespielt hat. Also er ist heute gesetzt. Dann Lovric, Pezzoni und Weil stellen die Dreierabwehrkette. Weil rechts Pezzoni, in der Mitte Lovric links. Und im 3-5-2-System geht es dann weiter. In der Mitte Campagna, links Ronny Marcos, rechts Lemmer. Und halb links versetzt vorne Duckfuss, rechts Vetter. Und davor die beiden Bomber Schala und eben auch Hartmann. Die Elf soll es richten, zumindest hier den Anfang gestalten im Gießener Waldstadion, wo es heute um den Hessen-Pokal geht. Ja, dann hätten wir auf der Bank natürlich auch noch eine ganze Garde, die hier mitwirken kann. Wie gesagt, Mario Seidel, der sonst hier im Pokal gesetzt war, heute auf der Bank. Manolo Rodas mit der 11, Luka Garic mit der 17. Dann haben wir Niklas Hecht-Zirpel mit der Nummer 20 und Marco Sikora, der Mann mit der 23, sowie Gerrit Golke 24 und Moritz Reinhardt. Das ist unser Bomber. So, und auch die Gießener, die stellen heute ein Team und da schauen wir mal rein. Denn sie werden spielen mit Frederik Löhe im Tor. Kevin Nennhuber ist die Nummer 4. Dann haben wir mit der 5 Schadeberg, mit der 6 Hoffmann, mit der 8 Timo Gitten, 10 ein alter Bekannter aus Offenbacher Seite, Cemkara, 16 Rinderknecht, 22 Antonaccia, 24 Kutni, 28 Benamar, 33 Verfiles. So, das war die erste Elf der Gießener. Auch die haben eine Auswechselbank aufgeboten mit der 26 Joma Zabatne Bilal. Den kennen wir natürlich auch aus Offenbacher Zeiten. Dann haben wir noch Jure Kolak dabei, Aykut Öztürk, Marco Koch, Christopher Sprang und Noah Michel sowie Jan Bangert. Das ist die erste Elf. Und ja, dann darf ich ihn auch heute begrüßen. Jetzt ist er eingetroffen, mein Co-Kommentator. Hallo und herzlich willkommen, Kaspar Lauck. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ich jetzt endlich hier bin. Nach einigen Widrigkeiten habe ich es jetzt auch hierher geschafft, Lars. Die Aufstellung, das habe ich gerade eben schon gehört, hast du schon verlesen? Ja. Genau. Dann würde ich noch kurz was zu den Gießenern sagen. Die haben nämlich gedacht, gut, wer einmal gegen uns trifft, der trifft vielleicht auch noch ein zweites Mal gegen uns. Und haben dementsprechend auch Dimitrios Verfelis direkt wieder aufgeboten. Ihr werdet euch erinnern, das war der Mann, der vor 5 Wochen gegen uns den späten Ausgleich besorgte. Ja, und generell muss man sagen, auch wenn die da unten drin stehen, die Gießener, die Formkurve ist zumindest tendenziell positiv. Das heißt, die haben jetzt nach dem 1:1 gegen uns, haben sie mit einem 2:3, einer knappen 2:3 Niederlage gegen Tabellenzweiten aus Elversberg sich geschlagen geben müssen, aber gegen Homburg, Tabellenvierten, 0:0 geholt und gegen Pirmasens 1:1 gespielt. Also die Mannschaft ist trotz dieser großen Widrigkeiten, mit denen der FC Gießen zu kämpfen hat, trotzdem gefestigt und offensichtlich immer noch sehr gewillt, diesen Klassenerhalt irgendwie möglich zu machen, aus sportlicher Perspektive. Ja, und nicht nur das, sie wollen natürlich auch den Hessen-Pokal gewinnen. Und ja, warum sollte es ihnen nicht auch möglich sein? Aber wir werden heute uns dagegen... Ich sag dir, warum es nicht möglich sein soll. Und das liegt an uns. Ja, Lars,
Zu dem Banner hast du wahrscheinlich auch schon was gesagt, dass man ja, natürlich, sieht, ja. Das war die Eröffnung, da warst du noch nicht da. Und jetzt haben wir es schön im Bild und da sieht man Konterfei von Peter Wolf Streu. Eine geile, geile Aktion hier unserer Szene Offenbach. Und da muss man sagen, wenn es einer verdient hat, dann Peter Wolf. So ist es. Und es ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Geste. Ich denke, ihr werdet auch alle mitbekommen haben, letzte Woche schon die Leverkusen-Fans, die auch sozusagen ihren letzten Gruß gesendet haben. Das ist doch alles sehr schön, wenn man sieht, dass eine solche Persönlichkeit dann auch dementsprechend gewürdigt wird. Ja. Ansonsten im weiten Rund, vielleicht können wir mit der Kamera mal ein bisschen aufziehen, eigentlich noch nichts großartig Berichtenswertes. Die Mannschaften sind hier von dannen gezogen und das Geläuf ist natürlich ganz, ganz tief. Und ich kann dir sagen, lieber Kaspar, sei froh, dass du das nicht mitbekommen hast. Vor einer Stunde ungefähr, da waren wir schon fast fertig mit dem Aufbau, weil da haben wir ja schon 2 Stunden gewerkelt. Ja, da sagte dann der Platzwart, also er denkt, wir können nicht spielen, das muss abgesagt werden. Aha, und jetzt? Naja, ist da, hat sich die Meinung geändert, oder? Wie auch immer, Fakt ist, es wird gespielt und ja, jetzt, wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Gut, das heißt, wir stellen uns auf einen optischen, absoluten Leckerbissen ein, Lars. Sehe ich das richtig? Ja, naja, also es wird wohl, denke ich, rustikal zur Sache gehen. Es kann heute nur über den Kampf gehen, das ist klar. Ja, wir haben da einige Leute, die wissen, wie das geht auf dem Platz, denke ich mal. Also Campagna im Zentrum, Lovric, Pezzoni, Weil. Die müssen ja, wir blenden die Aufstellung nochmal ein, für genau. Die später gekommen sind, damit sie auch die Offenbacher nochmal in der Übersicht haben. Und da hast du sie ja auch. Genau, ja. Also ich denke mal, Vetter wird, der spielt ja relativ offensiv in dieser Formation, wie wir es angeordnet haben. Ich denke, der wird Campagna auch immer mal wieder aushelfen an der Defensive. Der läuft ja eh unheimlich viel, der Mike Vetter. Und Duckfuß darf dann als Freigeist da vorne rumwirbeln. Ja, Jakob Lemmer auf den Außenbahnen, da bin ich sehr gespannt drauf, ob der auch auf diesem tiefen Geläuf sein Tempo umgesetzt bekommt. Das würde ich mir doch sehr wünschen. Ja, und wenn du sagst, hier ist noch nicht allzu viel los, es ist für meine Wahrnehmung deutlich leerer als wir vor 5 Wochen, Lars, als wir hier waren im Ligaspiel. Also, mit einer großen Ausnahme, das ist der Auswärtsblock. Das sind unsere Kickers-Fans. Der Block ist rappelvoll. Ich würde sagen, sogar noch voller als letztes Mal. Aber ansonsten, ja, da stehen halt ein paar hundert Leute hier auf dieser Stehplatztribüne, auf der auch wir Platz genommen haben, aber rechts von uns, da war ja auch so eine Art Ultra-Block beim letzten Spiel, der ist diesmal gänzlich weg. Ich kann dir auch sagen, warum, Lars. Ja. Die Hühner haben da noch einen Alternativtermin, da können sie heute nicht zum Gießenspiel kommen. Ja. Dementsprechend haben wir heute Ruhe vor ihnen, aber ich habe gesehen, wir haben nicht ganz Ruhe vor ihnen, denn hier wurde schon, ja, widerlich provoziert, würde ich sagen. Tatsächlich? Ja, also überall in den ganzen Tickethäuschen wurden nette Parolen hinterlassen, ja, ja. Und ja. Naja. Da stehen wir drüber. Dafür ziehen wir in die nächste Runde ein. So ist es. Als Strafe ziehen wir einfach in die nächste Runde ein. Ja, auch heute könnt ihr schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Ja, und schreibt uns, was euch bewegt. Und von wo ihr gerade Fanradio hört, beziehungsweise Kickers TV schaut. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an TSW Techno Service Weißbad, die Live-Übertragung heute hier möglich gemacht hat. Ja, wir wären festen Willens, jetzt hier schon die ersten Tore einzufangen, aber von den Mannschaften ist noch nichts zu sehen. Nichts stimmt, nur bedingt, ne? Denn die ersten Ersatzspieler von Gießener Seite kommen. Die kommen und ich glaube hier auch erst, dass gespielt wird, wenn hier wirklich der Ball rollt. Davor behalte ich mir eine Art Grundskepsis vor, aber die Kinder zum Einlaufen stehen da schon links an der Ecke und ich sehe auch schon Dominik Drabant in seinem Textmarker grünen Trikot da und auch unsere Jungs in den schwarzen Trikots. Wenn der Kameramann ganz weit nach links schwenkt, dann... Der Kameramann ist eine Kamerafrau, das ist die Annika, der an dieser Stelle herzlich gedankt ist, genauso wie dir, lieber Co-Kommentator Kaspar Lauk und natürlich dem Bildregisseur Stefan Schicktanz. Ja, und die Kamerafrau hat es insofern sehr, sehr schwierig, weil da ein dicker Pfosten sozusagen jetzt im Weg steht, aber sie wollte uns ja unsere Jungs unbedingt mal einblenden, also muss in diesen Kompromiss wohl gehen. So ist es, ja, also... Aber ich denke mal, das seht ihr ganz gut. Das Spielfeld kriegen wir einmal komplett ohne Sichtstörung drauf. Das ist die gute Nachricht. Insofern freuen wir uns gleich, wenn unsere Jungs da gleich einlaufen. Ansonsten sind die Rahmenbedingungen hier ja immer katastrophal. Also wir mussten hier Kabel durch den tiefsten Schlamm ziehen, dicke Pfützen. Als wir kamen, gab es hier weder einen Tisch noch Strom noch sonst was. Das mussten wir alles erst legen und richten. Und jetzt haben wir so ein bisschen improvisiert, vor uns ein bisschen abgesperrt. Wir hoffen, das kriegen wir hier sauber über die Bühne.
Und wenn wir hier am Ende ja in die nächste Runde einziehen, dann soll uns das alles recht sein, dann machen wir einen Haken. Aber es hat schon so ein bisschen was von Testspielatmosphäre, zumindest was hier das Umfeld angeht, auf dem Dorf irgendwo. Sag mal, auf dem Dorf, da herrscht dann aber irgendwie so eine große Freude über das Testspiel, dass uns da auch irgendwelche Dinge zur Verfügung gestellt werden. Aber jetzt haben wir zumindest mal den Schirm. Und ich sag mal, wir machen das Wett mit unserer schönen Gesellschaft, die wir hier haben. Also, du sitzt neben mir, Lars, gerade eben ist Ramon Bertrand an uns vorbeigelaufen. Also, wir sind hier in nettester und bester Gesellschaft. Und hoffen, dass wir hier alle zusammen gleich ein Spiel sehen, das uns alle glücklich macht. Und vor allem, dass uns eine Runde weiterbringt. Das ist das Allerwichtigste. Also wenn ich hier 90 Minuten Anti-Fußball sehe und wir trotzdem weiterkommen, bin ich ganz, ganz glücklich, Lars. Oder 120 Minuten. Ist mir egal. Hauptsache, wir kommen irgendwie weiter. Da sind wir einer Meinung. Ganz klarer Fall. Und bis es hier losgeht, für die, die angeschaltet haben, gerade erst nochmal die Aufstellung. Da habt ihr sie nochmal im Bild. Gleich haben wir sie da, genau. So, und das sage ich nochmal, Trabant im Tor, davor Lovric, Pezzoni und Weil, also 3-5-2-System. Dann davor Campagna im Zentrum, rechts Lemmer, links Marcos, Dagfuß und Vetter sozusagen in der Frontlinie und ganz, ganz vorne in der Spitze Schala und Hartmann, die beiden, die wissen, wo das Tor steht. Genau, ihr könnt es euch so vorstellen, Campagna auf der 6, Vetter und Dagfuß auf der 8, wobei Dagfuß seine Rolle sicherlich offensiver interpretieren wird und Vetter seine Rolle eher etwas defensiver. Aber viel Bewegung soll wahrscheinlich dann drin sein auf den beiden Positionen. Ja. Und Schala und Hartmann, die werden es also gemeinsam richten sollen im Sturm. Ich frage mich gerade, und mir ist ein bisschen peinlich, dass ich nicht weiß, aber haben die beiden jemals gemeinsam von Beginn an gespielt? In einem Punktspiel oder in einem Pflichtspiel? Da müssen wir unsere Statistiker fragen, aber jetzt scheint es dann loszugehen, denn die Schiris, die sind jetzt hier auch schon erschienen. Und wenn hier die schreckliche Musik dann auch noch ausgestellt wird, dann kann es hier endgültig losgehen. Und dann seid ihr live dabei, dank TSW Technoservice Weißbad, die heute die Live-Übertragung ermöglichen. Ja, der OFC, der wird ganz in Schwarz spielen und das passt eigentlich auch zum Motto hier, das die Fans ausgerufen haben. Einer der Größten geht von uns, Ruhe in Frieden, Streu. Und das werden wir gleich dann auch nochmal im Bild sehen. Auch dort im Fanblog viele ganz schwarz gekleidet. Also, ja, dem Anlass angemessen. Jetzt geht's los, der OFC kommt aufs Feld. Und die Gießener, naja, sind dann in Rot unterwegs. Genau, angeführt vom Capitano von Richard Weil, der also auch heute wieder in der Innenverteidigung Platz nehmen wird. Es ist das erste Pflichtspiel von unserem neuen Trainer, von Angelo Balletta. Und hoffen wir, dass es eine gelungene Premiere wird. Er hat die Mannschaft so wenig wie möglich verändert, aber klar, ein bisschen was musste er tun. Ja, und da sind wir gespannt, wie diese Truppe sich schlägt. Gegen Gießener, die zuletzt gezeigt haben, dass sie wahnsinnig unangenehm zu bespielen sind. Das musste Elversberg realisieren, die nur mit 3-2 gegen sie gewinnen konnten. Das musste Homburg, der Tabellenvierte, realisieren, die gegen Gießen nur 0-0 spielen konnten. Und Pirmasens, die auch nicht gewinnen konnten gegen sie und 1-1 gespielt haben. Jetzt schwenken wir mit der Kamera auch nochmal rüber in den Fanblock und da haben wir es nochmal hier. Ganz klar, einer der Größten geht von uns. Ruhe in Frieden, Streu. Mittwoch, Beerdigung, Pflichttermin für alle OFC-Fans. Und ich denke auch, der Einlaufgesang, der von unseren Fans eingestimmt wurde, der passt dann auch zum Streu. Rot und Weiß ein Leben lang. Ich denke, da kann man ein fettes Ausrufezeichen bei ihm dahinter setzen. Absolut. Er war Rot und Weiß ein Leben lang. Und er stand immer in vorderster Front für seinen Club ein. So, jetzt geht's dann endgültig los. Und dann sind wir natürlich auf Ballhöhe. Und ja, ich weiß nicht, ob die jemals die Musik hier ausschalten werden, aber... Die läuft jetzt 90 Minuten so durch. Ja, ich befürchte es. Aber wir werden sie zu übertönen wissen. Ja, wir beide auf jeden Fall und die, ja, was schätze, sind es 400 da hinten im Block, 300? Ich bin ganz schlecht bei sowas. Das sind deutlich mehr, deutlich mehr. Das sind 500, 600. Auf der Haupttribüne weiß ich, sind auch viele und hier stehen noch welche. Also alles in allem werden das 700, 800 Offenbacher Fans werden. 700 auf jeden Fall. Dann lege ich mich fest, dann sind wir klar in der Mehrzahl gegenüber den Gießenern. Ja, es werden noch die Kreise gemacht. Es wird sich noch einmal final eingeschworen. Ja, Richard Weil, der hält da gerade hier nochmal eine kleine Motivationsrede. Und mit einem Zack geht's raus. Und da ist das Spielgerät. Ja, und es sieht so aus, als ob der OFC anstoßen wird, oder? Nee, Schala läuft erstmal vorbei am Ball. Also wie auch immer. Und finde ich gut. Heute wurde auf jede Art von Zaunfahnen verzichtet. Und einfach alles nur in das Motto Ruhe in Frieden, Streu gestellt. Ja, Gießen wird anstoßen, dann nehmen wir für euch die Zeit und dann geht's hier los im Gießener Waldstadion.
Und dann würde ich sagen, ja, Gott mit uns. Der OFC ist im Spiel und Gießen erst einmal am Ball. Genau, und die spielen auch erstmal hinten rum. Jetzt kommt der weite Schlag nach vorne Richtung Dimitrios Verfelis. Versuch erstmal im Kopf zu verlängern. Tatsächlich bleiben sie da irgendwie im Ballbesitz. Nein, Pressschlag, Lovric und der Mann mit der Nummer 10 von Gießen. Das ist Cem Kara, den kennen wir ja auch. Bleibt da liegen, hat sich wehgetan. Erste Verletzungsunterbrechung. Ja, das war zwar kein Foulspiel, von beiden Seiten nicht, aber so ein Pressschlag, ne, da wirken schon Kräfte. Das tut mächtig weh, vor allem wenn du bei der Kälte... Ja, er zeigt an, ich brauche Behandlung, Cem Kara. Also wünschen wir ihm natürlich gute Besserung, dem Ex-Offenbacher. Das ist immer übel, wenn dann das Knie rausspringt oder so, Kniescheibe. Ja, da wünschen wir natürlich auch von vollsten Herzen gute Besserung, ja genau. Also, boah, bitter. Vor allem jetzt bei der Kälte, wenn du vielleicht nicht hundertprozentig warm bist, da ein bisschen stehen musstest, dann ist das natürlich nochmal doppelt hart für den Körper. Insofern hoffen wir, dass er weiterspielen kann. Aber ich bin ganz ehrlich, das sieht nicht so wahnsinnig gut aus. So wie er sich da krümmt und... Die Höchststrafe für so einen jungen Mann, der da losstürmt mit der ersten Ballberührung im Grunde gleich dann vielleicht sogar vom Feld muss. Und ganz ehrlich, so wie das aussieht, kann ich mir kaum vorstellen, dass er da gleich wieder fröhlich weiterspringt. Weil also die anderen Spieler, die sortieren sich ja schon wieder. Also die Gießner und die Offenbacher bringen schon wieder in Position. Aber es ist... Ja. Also es scheint der Knöchel zu sein. Naja, ist nicht die Kniescheibe, das ist schon mal gut. Ja, also der Therapeut massiert den Knöchel, ihr seht es ja auch im Bild. Und ja, wird ein bisschen gekühlt, hält sich, also er hat immer noch schmerzverstärktes Gesicht, aber... Vielleicht könnten wir noch mal kurz die Aufstellung einblenden, für die später eingekommen sind. Da haben wir die OFC noch mal schnell im Bild und gehen es noch mal durch. Sagst du es noch mal schnell? Ja, wir haben im Tor Dominik Trabant, da vorne Dreierkette Francesco Lovric, in der Mitte Kevin Pezzoni und Richard Weil. Das ist unsere Innenverteidigung. Davor einen einzigen Sechser, Luigi Campagna. Linke Außenbahn, Außenverteidiger, / Außenbahnspieler, Ronny Marcos. Rechte Außenbahn, Jakob Lemmer. Dann vor Luigi Campagna, zwei Achter mit Ned Starkfuß und Mike Vetter und ein Doppelsturm aus Ande Schala und Moritz Hartmann. So wollen wir spielen, so wollen wir gewinnen. Ja, und jetzt geht es hier auch weiter auf dem Feld mit dem Einwurf für den FC Gießen. Ja, also zurückgespielt und dann geht es weiter mit Pezzoni, der ja wieder genesen auf dem Feld steht. Ja, und das gefällt mir sehr gut. Das ist ja so ein wahnsinniger Abräumer. Und den haben wir schmerzlich vermisst, da sind wir ganz froh, dass er jetzt wieder da ist. Francesco Lovric hat im letzten Spiel, das wir ja spielen konnten, wahnsinnig stark aufgespielt in der Innenverteidigung, sehr ballsicher und immer wieder das Aufbauspiel angekurbelt. Also der wusste dazu gefallen. Generell diese Dreierkette hat ja sehr gut gewirkt. Und vor allem hatten wir damit endlich mal wieder Wucht nach vorne, im Spiel nach vorne. Und das war ja das, was uns so lange so schmerzlich gefehlt hat. Jetzt baut Lovric auf für den Ball nach vorne bringt. Schöner Ball auf Hartmann. Sehr gut. Und der kann es links rauslegen auf Marcos. Erste Offensivwelle des OFCs läuft. Flanke hinein. Zweiter Pfosten zu Lemmer vielleicht. Ah, da können sie gerade noch klären. Aber eben unsauber geklärt. Und jetzt Campagna mit der Flanke vorne rein. Ah, auf den Elfmeterpunkt. Ah, Vetter nochmal im Nachsetzen. Der zweite Ball. Aber das ist erstmal weg. Aber Campagna, der versucht noch einmal über die rechte Seite jetzt hier den Angriff einzuleiten. Dann kommt er wieder auf den Elfmeterpunkt geflogen. Die Gießen erstmal Herr der Lage hinten im eigenen Strafraum. Aber der OFC, der versucht jetzt ein bisschen drauf zu pressen. Das heißt, er versucht, sie ein bisschen nach hinten einzuschnüren. Ja, auf jeden Fall. Erster richtig gelungener Angriff vom OFC. Die Gießener Abwehr wurde getestet. Und gute Nachricht, denke ich mal, Cem Kara kann weiterspielen. Also es war doch nicht so schlimm, wie es dann aussah. Gott sei Dank. Also weiterspielen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen Schmerzen haben, aber ist jetzt wieder auf dem Feld und läuft auf Francesco Lovric direkt mal an. Der muss zurückspielen auf Dominik Trabant. Der schaut, wo er jetzt mal hinschlagen wird. Ihr seht es vielleicht schon am Gehoppel von dem Ball von Dominik Trabant. Der Platz ist in einem fürchterlichen Zustand. Also ja, obwohl, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ganze Furchen und so. Das wird aber sicherlich noch kommen, weil er nämlich aufgeweicht ist und ganz, ganz tief ist. Das meine ich jetzt. Aber gut, schauen wir. Jetzt OFC erneut im Angriff über die rechte Seite. Ja, der scheint sich richtig gut ins Spiel jetzt reingefunden zu haben. Einwurf jetzt geben, 10 Yards Raum gewinnen. Hartmann selbst will ausführen. Aber eigentlich ist er doch mehr prädestiniert, vorne in der Spitze zu lauern. Ja, der kann da gerne in die Box gehen und das Ding gleich über die Linie drücken. Einwurf hinein, Kopfballablage, Schala, Tor, Hartmann. Das ist für mich ein gutes Szenario. Das darf sehr gerne jetzt genauso passieren. Schauen wir mal, der Ball fliegt rein, Kopfballablage, Hartmann, im weitesten Sinne zumindest. Ah, Gießen kann erstmal klären und was gibt's jetzt? Jetzt soll es Offensivfolge gegeben haben, sehe ich nicht so ganz, wo das war, aber naja.
Gibt uns die Gelegenheit, kurz die Schiedsrichter und die Offiziellen zu verlesen. Patrick Glaser wird die Partie leiten und ihm assistieren Alexander Hauser und Maximilian Rother. So, und jetzt wird es Abstoß geben von Frederik Löhe. Oh, der rutscht dabei aus und da siehst du, der Platz ist wahrscheinlich auch sehr seifig, sehr rutschig. Das heißt, höchste Konzentration für alle. Wenn man da irgendwo mal unglücklich wegrutscht, kann das Spiel entscheidend sein. Ja, die ersten Grüße, die kommen von Rainer Geller. Ja, und der sitzt uns genau gegenüber dort auf der kleinen Haupttribüne. Kleine, feine Haupttribüne, die allerdings nicht voll ist. Und das verwundert dann schon sehr. Jetzt kommt erstmal der FC Gießen über die rechte Seite. Und da ist er wieder, Cemkara. Also gut, dass er wieder spielen kann. Aber ja, zu viel Gefahr soll er dann eben auch nicht sorgen. Das wollen wir nicht von ihm sehen. Und jetzt geht es hier weiter von der rechten Seite. Wohl mit dem Einwurf, genau, da haben wir es jetzt im Bild hier. Also manches können wir hier auch nicht einsehen, das sind wir auf die Kamera angewiesen von oben. Und da gibt es dann hier die nächste Möglichkeit für den OFC, das Spiel nach vorne zu gestalten. Oh, der Schiri stand eigentlich gut, hat gepfiffen, hat das Ganze unterbunden. Freistoß wird es geben für den OFC. Ja, zu schnell ausgeführt für den ganz in gelb-schwarz gekleideten Referee. Und so muss das Ganze hier auf der linken Seite noch einmal wiederholt werden. Lovrec, ja, fehle ja zuletzt auch familiär bedingt. Ja, da kann man nur wünschen, dass er so gut wie möglich damit irgendwie umgehen kann, ohne genaueres zu wissen, was da los war. Ich denke, muss man auch nicht alles immer so sagen. Familiär ist familiär und da war's schon, es waren schon schwerwiegende Gründe, sonst hätte man ihm da nicht die Möglichkeit geboten, darüber zu fliegen, zur Familie hier beizustehen. Also, weiter gibt's mit dem Einwurf des FC Gießen. Ja, hat er erst einmal hier ein bisschen Raum gewonnen. Dann kommt der Ball gut in die Spitze. Gefährlich jetzt für den OFC. Lovrec, ja, da sieht man den seifigen Boden. Oh, der Ball, der rollt gar nicht richtig. Naja, und solche Sachen bleiben nicht aus bei diesem Geläuf. Ja, ja, davon, von diesen 10 wird es jetzt eine gegeben. Und da haben wir jetzt aber ganz klar die Spielidee von Gießen gesehen. Wenig überraschend, klar. Dann, wenn man den Ball hat, wirklich so schnell wie möglich den tiefen Ball suchen und irgendwie versuchen, einen der schnelleren Stürmer in Szene zu setzen. Und ja, zum Glück konnten Pezzoni und Lovrec das irgendwie im gemeinsamen Verbund klären. Also da gucken wir mal schnell rein, die Zeitlupe hier. Das haben wir schon hier, präsentiert von TSW. Da ist es, ja, Lovrec geht drauf. Ja, der Gießen ist sogar in Lovrec reingerutscht. Aber gut, ist jetzt wie es ist. Da haben wir es nochmal in der Zeitlupe. Und ja, jetzt geht es hier weiter auf dem Feld mit dem Freistoß. Absolut zentrale Position, das Ganze aus 28 Meter. Bin ich mal gespannt, ob sie da einen Kunstschützen haben. Ja. Über den Standard, das könnte ich mir vorstellen, dass sie da gefährlich werden wollen. Der Sami Ben Amar, der läuft auf jeden Fall so an, dass man, der Mann mit der Nummer 28, den ihr seht, als würde er direkt schießen wollen. Wenn er denn schießt, dann würde er wohl direkt schießen. Und ja, er macht es direkt, bleibt in der Mauer hängen. Oh, aber zweite Welle und jetzt Freistoß ganz nah am Strafraum. Uiuiuiuiui. Die Gießener wollen ihn natürlich im Strafraum drin gesehen haben. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Für mich war es knapp davor, aber es gibt auf jeden Fall gelbe Karte. Das steht außer Frage für Ronny Marcos. Haben wir auch noch. Also da schauen wir nochmal rein in die Szene. Ja, da kommt der Ball. Naja, ist klar vor der Strafraumgrenze, aber knapp. Ja. Ja, ja. Ah ja, gut. Ja. Erneut Freistoß. Also, was eben nicht geklappt hat, soll jetzt funktionieren. Nicht, dass wir uns das wünschen würden, ganz im Gegenteil. Aber wer liegt da am Boden? Es wird wahrscheinlich Samir Ben Amar sein. Der hat nach dem Freistoß, den er in die Mauer gesetzt hat, den zweiten Ball sich 28. geholt. Ja, Samir Ben Amar. Sich den Ball geholt und wollte in den Strafraum eindringen, wurde da kurz davor von Ronny Marcos gestoppt, aber eben mit unlauteren Mitteln. Ja, und jetzt haben wir halt eine Freistoßsituation, die schon deutlich gefährlicher ist. Wenn er den Ball da über die Mauer drüber bekommt, dann wird es richtig gefährlich. Dann kann es gut sein, dass Dominik Trabant gleich das erste Mal richtig ernsthaft fliegen muss. Ja. Also, da müssen sie sich gut stellen. Die Mauer, die wird natürlich noch um einiges zurückbeordert. Ist ja logisch. Der Schiri, der steht schon da, wo die Mauer hin soll. Das wollen unsere Buben so nicht wahrhaben. Aber es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben. Ja. Beim Freistoß stehen da jetzt
Timo Cecin und Cem Kara bereit, beides Rechtsfüßer, die wollen den Ball dann wahrscheinlich da oben rechts in den Winkel setzen. Ich hoffe, Dominik Drammert ist sich dessen bewusst, aber steht auch Samir Benamar dabei, der wird aber nicht schießen. Nee, der Ball geht wieder in die Mauer, sehr gut, sehr gut. So sehen wir das gerne. Ja, unser Statistiker Münch, der hat das schon mal aufgeklärt, was du gefragt hast, ob nämlich Schaller und Hartmann zusammen gespielt haben. Natürlich, und zwar beim letzten Spiel gegen Freiburg, wo Schaller in der ersten Minute das 1:0 gemacht hat. Mal, was passiert, wenn ich einmal nicht da bin und Kasper, dann habe ich auch jegliche Antennen eingefahren. Ich würde sagen, das war ein Eigentor. Ja, keine Frage. Asche auf mein Haupt, das hätte man schon mal wissen können. Also danke an Andreas Münch, der das hier aufgeklärt hat. Ich wusste es, man muss nur an die Statistiker appellieren und dann kommen sie zuhauf und lösen das Ganze auf. Jetzt geht es erst einmal weiter hier, die Gießener. Ja, hinten rum nochmal ganz zurückgespielt. Und ja, ich habe hier weitere Grüße und zwar kommen die aus Berlin vom Dennis Braun und er hat ja so ein bisschen versucht, einen Fanclub aufzubauen, die Berliner Exilanten. Und heute haben sie die erste Versammlung in der Fußballkneipe Tante Käthe. Wir sitzen da zu fünft und schauen am großen TV Fanradioübertragung. Babbel und CC dabei, rot-weiße Grüße, der unartige Artdirektor. Ja, und wir bestellen Grüße an den neuen Fanclub nach Berliner. Und wenn ich sage, und wenn du sagst, er hat es versucht, würde ich nicht sagen, er hat es versucht, er hat es geschafft, oder? Er hat es geschafft, ja. So. Mit unserer Hilfe auch. Ach, das. Ich glaube, der Berliner an sich ist so sehr Kickers-Fan. Die haben da nur drauf gewartet, die ganzen Berliner. Die in den Berliner Kneipen, was wird da momentan geschaut, wie du es gerade gehört hast? Klar, Fanradio. Also es ist Kickers-TV. Kickers-TV. So. Hoffen wir, dass die Berliner Kneipen jetzt gleich einen wunderbaren Sieg unseres wunderbaren OFC sehen werden. Ja, immer noch am Ball. Hat er erstmal gleich 2-3 mitgenommen. Und er hat ja zuletzt richtig klasse aufgespielt, hatte dort alle Freiheiten, durfte so ein bisschen als Freigeist wirken hinter den Spitzen. Das hat ihm Spaß gemacht. Und es hat ihm nicht nur Spaß gemacht, das hat ihm auch richtig Erfolg gebracht. Denn er war der Schalter und Walter schlechthin. Und es hat nicht nur ihm Erfolg gebracht, es hat auch dem OFC Erfolg gebracht. Und so schließt sich dann der Kreis. Jetzt aber wieder Cem Kara, ja, spielt in die Mitte zurück. Also die Gießener, die deuten hier schon an, warum sie eklig zu bespielen sind. Die machen das da hinten dicht und dann geht's vorne, geht's ganz, ganz schnell nach vorne. Cem Kara wollte den Ball da reinbringen. Jetzt schauen wir, wie sich das jetzt neu sortiert. Jetzt müssten unsere Jungs mal ein bisschen rausrücken und mal Druck auf den Flankengeber machen. Sonst kann er nämlich so reinflanken und Richard Weil muss da erstmal klären. Duckfuß. Ja, wird ja. Cem Kara ist ja nicht nur ein guter Fußballer, ist ja auch ein guter Tischtennisspieler. Ich weiß das, ich habe mit ihm so einige Matches hinter uns gebracht, in der Türkei im Trainingslager. Ja. Kann mich erinnern, ja, da haben wir da so die freien Zeiten oft an der Tischtennisplatte verbracht. Aber ich habe ihn natürlich regelmäßig abgezogen, ist ja das logisch. Heißt, du sagst, du bist sogar ein sehr guter Tischtennisspieler? Ja, auf jeden Fall. Mhm. So gut, so. Dann muss ich dich mal herausfordern, Lars. Timo Boll, dann kommt Kissner und ich wüsste nicht, ja. Klar, die Chinesen sind immer eine große Konkurrenz. Und dann aber kommt Cem Kara auch noch. Ja gut, die Chinesen, stimmt, ja. Ja, aber gut. Schauen wir mal zurück aufs Spiel. Der OFC tut sich jetzt in den letzten Minuten vermehrt schwer, denn die Gießener gewinnen immer wieder geschickt den Ball. Und ja, kombinieren sich da gut nach vorne und finden da auch ihre Räume. Trabant nimmt den Ball aber auf. Ich höre aber auch rechts von uns, auch wenn wir den Ultrablock nicht gesehen haben, der Gießener, ich höre da eine Trommel vor sich hin trommeln. Ja, einer trommelt. Also, und weiter geht's mit dem OFC. Also, Hartmann, schön rechts rausgepasst. Ja, da hat er erstmal Lämmer gesehen und gefunden. Da kommt der Ball in die Mitte. Das war gar nicht schlecht, denn da stand Schaller genau richtig. Allerdings zugedeckt von gleich zwei rot gekleideten Mittelhessen, die hier erst einmal auf Nummer sicher gegangen sind. Auf Kosten eines Eckstoßes. Der kommt von der linken Seite. Und der Kasper, der kriegt jetzt einen ganz, ganz einfachen Auftrag. Der ist ganz einfach. Kasper, babbel das Ding neu. Ja gut, dann will ich mich daran mal versuchen. Also Duckfuß und Richard Weil, die beide im Verbund wollen diesen Ball irgendwie in den Strafraum hineinbringen. Aber schau mal, das scheint eine richtige Variante zu sein. Also Weil kommt kurz und unsere Jungs stehen alle am 16, an der 16er Kante. Da wird es gleich irgendeine spannende Variante geben. Und auch nur vier unserer Jungs wollen in den Strafraum hinein. Mike Vetter, da versucht sich frei zu laufen jetzt. Jetzt kommt der Ball hinein auf den ersten Pfosten zu Moritz Hartmann, zweiter Pfosten. Und er gibt Offensivfoul, schade. Oh, was hat er denn da gepfiffen jetzt? Was hat er denn da gesehen? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat der Mike Vetter ein bisschen zu sehr mit den Armen versucht, sich Platz zu schaffen. Oh, niemals. Niemals. Wenn es einer von uns war, dann schon gar nicht. Und ich sehe, du hast die nächsten Grüße zu verlesen, Lars. Ja, es wird schwer genug, aber babbel das Ding rein. Seid empfänglich für ein Tor. Liebe Grüße an alle OFC-Fans. Schreiben Jasmin und Michael aus Offenbach. Ja, haben wir hiermit ausgerichtet. Und jetzt kommt sogar die Sonne ein bisschen raus. Ja. Nicht die schlechteste Idee. Allerdings, unsere Kamerafrau ist da wenig amused mit Gegenlicht. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich auch gleich im Bild sehen, dass sich die Farben so ein bisschen verändern werden. Sie hat das gut im Griff, muss ich sagen. Ja. Sie hat oben so einen Blendendeckel drauf und im Moment hält sie die Kamera schön tief, da kann da nichts passieren.
Ah ja, erneut hier abgepfiffen. Also es wird Freistoß für den OFC geben. Wir sind ja präpariert. Und das war übrigens interessant, Kasper, da warst du ja eben noch nicht da. Der Hessische Rundfunk ist die ganze Zeit hier um uns herum geschlichen und da haben sich das genau angeguckt, wie wir das machen, was wir machen. Und die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Ne? Und dann war das wirklich so, hat jemand hier den Stecker gezogen und wir nur so, na und? Ja, weil wir haben ja so ein Notstromaggregat hier, das dann sofort anspringt. Ne? Und die waren wirklich am Staunen, was wir hier mit den wenigen Leuten hier tagtäglich leisten. Und die kannten übrigens auch unsere Programme. Die sagten schon, ihr seid ja immer und überall, ist ja klar. Und die haben natürlich ganz andere Ausrüstung, aber die haben uns großen Respekt gezollt. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir dem OFC gleich großen Respekt oder Applaus zollen können, denn jetzt ist er unterwegs und will ein Tor machen. Der kommt von der rechten Seite. Jetzt die Flanke in die Mitte. Ah, Markus, der ist da zumindest mitgegangen. Beinahe hätte es eingeschlagen. Gute Möglichkeit. Und das haben wir dann für euch auch nochmal im Bild, bevor es die Ecke gibt. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Da kam der Pass hier von der rechten Seite schön aufs lange Eck und Markus, der dort allerdings erst einmal hier auf Gießener Seite ins Ausgeklärt hat. Und dann wird Richie Weil hier von der linken Eckfahne sozusagen das Bällchen reintreten. Und wir wären jetzt empfänglich, was das 1-0 angeht, oder? Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht bekundet. Ich bin nämlich auch empfänglich. Und bei Eckball Nummer 2, da soll er doch jetzt endlich hineingehen. Schauen wir mal, Richard Weil wird den Ball bringen. Und wieder eine Variante. Wir passieren uns alle am ersten Pfosten. Also haben wir tatsächlich richtig was einstudiert unter der Woche. Schauen wir mal, was da jetzt hineinkommt. Tatsächlich eine kurze Variante. Duckfuß und Weil. Jawohl, geht er vorbei, zieht den Strafraum hinein. Abschluss. Ah, rechts vorbei, Donnerschlag. Beste Möglichkeit vielleicht jetzt hier. Und auch das müssen wir uns nochmal angucken. Also sehr, sehr gute Möglichkeit. Richie Weil hat ein klein bisschen mehr Zielwasser trinken müssen. Da tankt er sich vorbei. Rechts, links und dann zieht er ab. Na, am Ende waren es dann doch 1,50 rechts am Tor vorbei. Ich habe weitere Grüße. Wolfgang Salfer schreibt herzliche Grüße. Und er grüßt das ganze Taxi-Fledermaus-Team, inklusive alle Wiener. Junior und Senior und Chip und alle, wie sie nur heißen und natürlich alle Fahrer vom Fledermaus-Team, die magische Nummer auf den Autos tragen, die 81, 82, 82, die sind sicherlich auch dabei. Im Taxi Fledermaus läuft natürlich Kickers TV. So ist es. Schauen wir jetzt mal. Kevin Pizzoni, der hält sich die Nase, hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Ellbogen des Gegenspielers zu tun gehabt. Ja, wird aber nicht allzu schlimm sein, steht gleich wieder auf. Ja, dann mach dich schon mal warm, Kasper, falls du da rein musst jetzt. Ja, Pezzoni und ich, wir haben ja auch ähnliche Staturen, das ist dann quasi ein 1-zu-1-Wechsel. Ja, also ich würde sagen, ich und Pezzoni haben die gleiche Statur so. Höhe und Breite vertauscht du jetzt aber, ne? Ganz böses Foul, ganz böses Foul. Das war so, jetzt die Notbremse, Lars. So, also den Kasper, den können wir schon mal rausstreichen jetzt hier aus dem Kommentar. Nimm dir mal das Mikrofon weg, so, gut, danke. Ja, es war schön, wir hatten einst einen Kollegen, der hieß Kasper Lauk. Aber gut, ja. Also jetzt müssen wir hier, Pezzoni, der wird sich doch nichts getan haben. Aber ich denke, er kriegt eine Behandlung. Oh, was wird denn da gemacht? Am Ohr oder Auge? Nee, oder? Es ist die Nase. Ach so. Ach, wahrscheinlich wird jetzt ein Concussion-Test gemacht, sozusagen. Ja, also wir schauen das nochmal rein. Ja, die Chance wollen wir nochmal sehen. Eben hier, das war Richie Weil. Da tankt er sich vorbei, rechts und links. Ja, gut, dann zieht er ab. Naja, also hat nicht so viel gefehlt. Und weil das hier noch länger unterbrochen ist, könnten wir vielleicht auch gleich nochmal nach der Zeitlupe. Obwohl, jetzt geht es dann doch weiter. Ja, also Pezzoni, der steht wieder, muss natürlich jetzt erst einmal kurz raus. Ja, es scheint doch wie die Nase zu sein. Irgendwas war auf der Nase. Hat er auf die Nase bekommen. Ich würde sagen, es war der Ellbogen eines Gegenspielers. Und ja, da hätte ich mir die gelbe Karte zwar gewünscht, aber ich habe es jetzt nicht ganz genau gesehen. Böses Foul, ein Mordversuch im Grunde. Tätigkeit, klare Tätigkeit, Berufsverbot jetzt für den Gießener Verantwortlichen da. Das lebenslänglich gesperrt werden. Ja, klar. Also Campagna, links raus, Lovric. Kommt da neu zurück. Jetzt wird im Dreieck gespielt. Jetzt wird es dann wohl auf rechts gehen. Nö. Ja, Campagna, dann geht doch einfach nochmal ein Stück. Warum denn nicht? Was macht er denn da? Rechts, links? Ja, ich denke, wir warten jetzt kurz zurück. Bis Pezzoni zurück ist, denke ich mal. Werden wir kurz abwarten. Wobei, jetzt kommt der weite Schlag nach vorne. Schala versucht abzulegen. Duckfuß, ja tatsächlich, wir bleiben im Ballbesitz. Und der Ball ist wieder hinten in den Offenbacher Reigen und Reihen. Lovric, guter Ball Richtung Schala, aber Gießen hat aufgepasst. Nichtsdestotrotz, na, wollte ich gerade sagen, bleiben wir im Ballbesitz, aber Gießen holt den Ball zurück. Aber Markus ist aufmerksam gewesen, sehr, sehr gute Aktion von ihm, aufmerksam dazwischen gegangen. Ballbesitz OFC über die eigene, hauseigene Dreierkette. Jetzt in Person von Richard Weil und dem weiten Schlag nach vorne. Aber man merkt schon, dass Andes Schala da richtig aufblüht in diesem Spiel, einfach seinen Körper reinzudrehen. Ja, Markus, schön gemacht, in der Luft verarbeitet, auf die linke Bahn. Ja, mitgenommen, jetzt Duckfuß. Ja, da sucht der Vetter. Ah, der ist versprungen, der ist versprungen.
Da hätte nur ein feilschneller Spieler reingepasst. Ich bin ganz vorsichtig geworden, Lars. Ich sage deswegen nichts mehr in dieser Causa. Na gut, dann lassen wir das. Also, Abstoß vom Kollegen Löhe, Frederik Löhe. Das ist der Schlussmann der Gießener hier. Und Vetter holt den Ball erst einmal zurück. Und dann gibt es Einwurf. Und das ist erneut Marcos, der Mann mit der Maske. Jupp, jetzt Lovric zurück auf Pezzoni. Also, ich denke mal, unsere Jungs machen bis hierhin, da wir jetzt in der 21. Spielminute sind. Das ist eine recht ordentliche Partie. Ein, zwei gute Offensivaktionen haben wir schon gehabt mit Weil und ein, zwei gute Flanken in den Strafraum hinein. Zwei Freistoße der Gießener mussten wir schon überstehen, aber ja, die wurden in die Mauer gesetzt, insofern kein Problem. Und guck Campagna, mal, schöner Pass auf Tagfuß von Campagna, kam in die Mitte rein und jetzt muss es klingeln. Nein, Marcos, ein bisschen zu spät. Schade, schade, schade. Beste Möglichkeit erneut für den OFC und da haben wir die Szene für euch nochmal. TSW Technoservice Weißbad präsentiert. Klasse Spiel, klasse Pass dann von der rechten Seite, kam exakt dort auf Marcos, aber die Gießener Innenverteidigung, da waren sie zur Stelle. Ja, aber man muss wirklich sagen, ein wunderschöner Angriff, allein wie Campagna da schon in die Situation reingespielt wurde, wie das Bällchen da lief. Das muss man auf so einem Platz erstmal hinbekommen. Also das sieht sehr gut aus und bestätigt das Lob, das ich gerade eben an unsere Jungs schon gegeben habe. Jetzt schauen wir, Einwurf, Verfehles, leitet da mit der Hacke weiter, aber Richard Weil war da aufmerksam. Schaler, Dackfuß, jetzt läuft das Bällchen wieder, rechte Außenbahn schwärmt Jakob Lemmer aus, wird den Ball ja jetzt auch bekommen. Schauen wir mal, ob er wieder in Flankenposition kommt, was er da macht. Ja, rotzfrech geht er da durch, zwei Mann durch und spielt jetzt zurück auf Campagna. Flanke hinein, aber die ist zu ungenau, schade. Trotzdem gute Aktion von Jakob Lemmer. Ja, und jetzt kommt was Interessantes, genau, auch für die Fans in Berlin, die dort bei ihrer Fanclub-Gründung in der Pub sitzen und Kickers TV schauen. Da schreibt nämlich jetzt hier der Nächste, hallo Lars und Co. Ihr habt gerade während der Reportage aus Gießen gesagt, dass in Berlin der OFC-Fanclub entsteht und wir hätten sehr Interesse daran. Habt ihr Kontaktdaten für uns von Dennis Braun oder so? Danke und rot-weiße Grüße. Martin und Berti, oder Betty heißt sie. Also, das werden wir natürlich in die Wege leiten, ganz klar, an den Dennis Braun. Und das werden die Berliner gerne hören, die Kollegen, die jetzt zusammen Kickers TV schauen. Also, der Fanclub wächst und wächst. Pass mal auf, du, ratzfatz ist das einer der größten Fanclubs, die wir haben. Wie viele Einwohner hat Berlin, Lars? Also, ich sehe da eine Menge Potenzial. Ich meine, das wäre klar ein bisschen größer als Offenbach. Ja, also, dann wären es so 200.000 wären es schon sein, oder? 200.000? Na, so viel ist auch nicht, ne? Ah, gut. Also weiter geht's mit dem OFC über die rechte Seite. Ja, das läuft dann gut über die rechte Bahn. Oh. Vetter, da muss er dem Ball ein bisschen mehr entgegengehen. Aber das ist leicht gesagt. Denn der Mann, den muss man eigentlich immer bescheinigen, dass er allen Einsatz hier bringt für seine Kickers. Oh, schön wieder vorbei auf der rechten Bahn und nur zu stoppen mit einem Ball, der ins Ausgeschlagen wird. Einwurf OFC, 10 Yards Raumgewinn. Ja, Berlin haben wir ausgerichtet und dann haben wir hier Länderpunkte, da schauen wir gleich mal drauf. Das ist die Gerlinde Hübel und die grüßt ja, glaube ich, in der Regel immer aus Österreich, ganz genau. Und sie verpasst nichts, weil sie im Livestream hier mit dabei ist. Jetzt aber die Gießen erstmal die Kugel hinten rausgeschlagen. Campagna geht auf Nummer sicher ganz zurück auf Trabant. Da, ja, dann können wir das machen. Meine letzten Länderpunkte aus Österreich. Ab 1.2. bin ich ja in Deutschland. Alle Kickersnasen wünschen dir ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch natürlich. Auch dem Zottel und einen schönen Tag vor dem Kickers TV. Vergesst nicht reinzubabbeln, das Ding. Also das machen wir. Und das wäre jetzt fast soweit gewesen mit dem Reinbabbeln. Ganz klar, da sind wir immer schnell vorne dabei. Also links ging der Ball vorbei. Wie ist das Ganze entstanden? Ah ja, Mike Vetter hat aus der Distanz einfach mal gesehen, er hat ein bisschen Raum draufgezogen. Wenn die Gerli jetzt deutsche Staatsbürgerin werden will, dann doch nur wegen der U23-Regel in unserem Kader, Lars, oder? Das kann doch die einzige Erklärung sein. Ja. So, also dann haben wir wieder einen Abstoß von Frederik Löhe. Wird den Ball weit nach vorne schlagen. Grob Richtung Verfehles. Kopfballduell jetzt mit Pezzoni. Na, der geht gar nicht mit dem Kopf hin, sondern mit dem Fuß. Macht das geschickt und Hartmann holt den Freistoß raus. Max Beckmann, der ist ja bekannt für seine ganz merkwürdigen Schüttelreime. Hier schreibt er, ich gieße im Sommer immer die Blumen im Garten. Drum kann heute gießen, baden gehen. Großartige Poesie. Groß. Ah, ja. Muss man auch erstmal so schreiben können, ja? Ey, Gewitter. Ein großer Dichter. So, jetzt gießen. Linke Außenbahn. Da läuft das Bällchen ganz gut. Jetzt können sie das Spiel komplett verlagern. Auf rechts rüber, jetzt ist Ronny Marcos und Lovric sind da gefordert. Aber der Ball kommt direkt reingeflogen in den Strafraum.
Und was gibt's da offensiv? Die wollten faul? Elfmeter, aber da gibt's gar nichts, das war andersrum. Und ich habe rot-weiße Grüße aus Lissabon in Portugal. Tolle Live-Sendung und super Bild. Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nudo FC, schreibt der Jorge. Ja, und wir haben ja auch einen Lissabonese sozusagen bei uns im Medienteam. Der Markus Horn, der sitzt uns gegenüber hier auf der Tribüne. Der wird das sicherlich auch gerne hören und ist ja auch ein großer Fan von Benfica. Und wir hören natürlich auch, dass ihr glücklich seid mit unserer Übertragung, vor allen Dingen auch mit dem Bild. Danke an die Annika an der Kamera und den Stefan an der Bildregie und den Dummbabler, der Kasper hier neben mir. Dummbabler, der ab und zu mal ein bisschen frech ist, Lars. Es tut mir sehr leid. Ab und zu rutscht also, mir Kasper, das halt ich hätte ja mal eine Gewinnspielfrage für heute. Aha. Haben denn der Hartmann und der Schala schon mal zusammengespielt im Sturm? Jetzt kriegst du die Retour. Ich wollte gerade sagen, die haben ganz. Jetzt wird er ganz rot und verlegen. Aber Lars, ich habe da als kleines Entschuldigungsgeschenk habe ich was dabei. Guck mal hier, Handwärmer. Och, du für bist dich. Eine Mimose, du. Ja, für dich, lieber Lars. Ich brauche die doch. Ah, ja, ist ja klar, ist ja klar. Wir haben schon bei minus 40 Grad gesendet, ja. Ja? Ach, kein Problem. Das war damals, als wir bei Lokomotive Moskau gespielt haben. Im UI-Cup war das, glaube ich. Also, weiter geht's. Wir sind guter Dinge. Denn das, was der UFC hier gezeigt hat, das sieht so aus, als ob wir dann doch hier das Spielchen mehr bestimmen und am Ende dann doch auch gewinnen sollten. Ja, also der Optimismus ist in der Hinsicht gerechtfertigt, würde ich sagen. Guter Ball von Pezzoni auf Hartmann. Und jetzt legt er schön rechts raus auf Jakob Lemmer. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich seinen Gegenspieler natzen und zur Flanke ansetzen. Und ja, genau so passiert's. Flanke. Ecke, Ecke, Ecke von der rechten Seite der UFC. Der drückt und wir sind empfänglich. Gleich muss es klingeln. Das 1:0, es liegt förmlich in der Luft. Und dann habe ich hier noch was von den Berliner Exilanten. Sie sagen nämlich, für alle die sich interessieren, schaut doch mal auf die Website. Die heißt nämlich einfach www.berlinerexilanten.de. Also da erfahrt ihr alles. Da könnt ihr Kontakt aufnehmen. Berlinerexilanten.de. Und die präsentieren euch jetzt sozusagen den Eckball. Und wer weiß, vielleicht sogar das Tor. Ja, schauen wir doch mal. Also ich denke, das wird wieder Richie Weil sein, der den Eckball hineinbringt. Vom Tor weg wird er ihn jetzt treten, diesmal ohne Variante, einfach hinein Richtung Elfmeterpunkt. Gießen kann erstmal klären, möchte den Konter initiieren. Campagna ist da erstmal dazwischen. Schauen wir mal, ob sie ihren Konter durchbekommen oder nicht. Ja, nicht so ganz. Einwurf und wie entscheidet der Linienrichter? Einwurf OFC wird es also geben. Keinerlei Aufregung dahingehend, was einen Konter angeht. Ja, und wenn ihr jetzt hier einfach die Internetadresse hier von den Berliner Exilanten rausgeht, dann müsst ihr echt damit rechnen, dass hier gleich ein Serverzusammenbruch gibt auf der Website. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die wird jetzt überrannt werden, ohne Frage. Ganz Berlin klickt jetzt auf die gleiche URL. Da geht ganz Berlin in die Knie. Ja. Also, Einwurf jetzt geben für den OFC. Ja, das gibt wieder Raumgewinn von der rechten Bahn. Schnell ausgeführt. Oh, jetzt vielleicht die Flanke. Ja, da täuscht er erst nochmal an. Rechts, links. Ah, Hacke, Spitze, vorbei. Warum denn... Einfach, wenn es auch schwierig geht, hat er sich gedacht. Wäre vielleicht ein bisschen mehr Gradlinigkeit effizienter gewesen, wie auch immer. Jetzt erst einmal der Neuaufbau. Eber halb links. Lovrich zurück ins rechte Halbfeld gespielt. Ja, ja, das hast du jetzt. Hast du einmal was Fußballtaktisches gelernt, Lars? Ja. Daniel Steuernagel. Ja. So, Jakob Lemmer. Also, was offensichtlich sehr gut funktioniert, ist das Zusammenspiel zwischen Jakob Lemmer und Netsch mit dem Duckfuß. Der Junge und der Erfahrene. Da können wir uns noch was von abschauen, Lars, oder? Von den beiden. Also ich ja nicht, aber ja, ja. Du solltest genauer hinschauen, ja. So, also was mir auch gut gefällt, ist das Gegenpressing vom OFC, wenn der Ball weg ist. Was glaubst du denn, wer denen das beigebracht hat? Also Mike Vetter, der zieht erst einmal hier vorbei, über die linke Seite. Jetzt Marcos direkt und dann links Eckball wird es geben. Also Ecke, Ecke, Ecke. Also der OFC, schon die deutlich spielbestimmende Mannschaft. Ja, spiegelt sich auch im Eckballverhältnis wieder, Lars. Das und da darfst du jetzt mal auf die Schulter klopfen. Ich tatsächlich führe und der OFC... hat da vier Ecken zu verteidigen. 4:0 nach Ecken. Genau. So schau das. Und jetzt wird es gleich 1:0 nach Toren stehen. Da bin ich doch schwer optimistisch. Da steht dann nämlich wieder Richie Weil. Ja, und ich kann das hier am Monitor sehen. Gleich wird er hier anlaufen. Und dann kommt er hinter dem Flutlichtmast rausgesprungen sozusagen. Den Ball, den sehen wir, da kommt er jetzt ganz genau vorne reingespielt. Ja, gar nicht so schlecht. Da haben die Gießener ihren Schaff. Und jetzt noch einmal Richie Weil auf der linken Bahn. Der bringt ihn noch einmal vorne rein. Ah, hinter den Kopfball. Und da ist er erst einmal. Frederik Löhe, der Schlussmann der Gießener im türkisblauen Sweater. Und hat den Ball erst einmal schnell abgeschlagen. Oh, was gibt's hier? Freistoß auf Gießener Seite, tief in deren eigene Hälfte. Ja,
direkt beim Linienrichter. Ja, wir schauen uns das nochmal an, die Szene. Die Regie spielt es uns ein. Präsentiert von TSW Technoservice Weißbart. Ja, ja, gut, der Löwe war natürlich da genau am richtigen Ort, so wie es aus seiner Sicht sein muss. Und jetzt kommen die Gießener über die rechte Bahn. Ja. Das muss sein. Aber scheinbar nicht. Gießen kommt rechte Außenbahnflanke hinein. Trabant fischt sich den Ball. Kein Problem. Schwache Flanke. Pflückt mich die Kirsche. Pflückt sich die Kirsche. Pflückt mich die Kirsche heißt es. Ja, Lars, ich bin da vielleicht so eine Spur. Oh! Das hagelt Proteste hier aus dem prall gefüllten Offenbacher Fanblock. 700 an der Zahl sind hier mitgereist. Oh, oh, das sah schon gefährlich aus. Ja, da hat er vom Jakob Lemmer nur noch die Rücklichter. Wir haben das, wie ihr ihn da über die Klinge springen lasst. Unser Bildregisseur, so wie ich ihn kenne, spielt uns die Szene nochmal ein. Und ja, da haben wir es also. Und dann wird es gleich hier auch weitergehen. Auf der rechten Bahn. Ja, wenn so ein Jakob Lemmer an dir vorbeipäst, da kannst du halt nur noch das Foul ziehen. Ansonsten siehst du den nicht mehr. Und was hören wir wieder? Schick du Sau, schick du Sau. Das scheint jetzt das neue Sprichwort in Offenbach sein für fiese Fouls. Schick ist aber auch an allem schuld, oder? Ja, klar. Dass er dafür nicht gesperrt wird jetzt, das ist eigentlich schon wieder ein Skandal. Das wussten die Gießen auch nicht, dass der Schick jetzt auf ihre Seite spielt. Ja, ganz neu. Der Blitztransfer, weißt du? Das sind die ganzen Offenbacher Investigativjournalisten, die da hinten im Auswärtsblock stehen. Extra für dieses Foul eingeflogen. Und jetzt auch schon wieder ausgewechselt. Ja, aber Spaß beiseite. Ja, nächste Möglichkeit. Naja. Andersrum gibt er für Gießen. Also gut. Weiter geht's mit dem Freistoß am Mittelkreis. Ja. 31 Minuten gespielt, 0-0 steht, aus offenbarer Sicht nur 0-0, denn der OFC, das kann man ganz klar sagen, war die bessere Mannschaft, hat hier schon dreimal ernsthaft aufs Tor geschossen und da hätte durchaus etwas passieren können, vielleicht sogar müssen. Also würden wir jetzt 1 oder 2-0 führen, müssten sich die Gießen auch nicht beschweren. Aber so steht es 0-0 und alles ist offen, es bleibt ein spannender Pokalfight. So ist es und auch ein nickliger Pokalfight. Andis Schala hat sich wehgetan, hält sich da die Schulter, so schaut es. Steht schon wieder, aber ist immer noch nicht glücklich mit den Schmerzen, die er da spürt. Ja, da haben wir hier noch was. Der Adi Wehner schreibt nämlich, die Fledermaus-Taxizentrale grüßt die junge Frau aus der Ludwigstraße, die gerade 100 Jahre jung geworden ist. Das ist nämlich die Marga Spitzfaden. Und er freut sich schon wahnsinnig auf die ganz besondere Stadtrundfahrt. Und da werden besondere Plätze angefahren. Die Tempelseer Mühle, der Flügel, Basquit, Weinkeller und andere Überraschungen. Also der Adi, der ist schon ganz wild. Ja. Auf dieses Rendezvous, kann man sagen, mit Maga. Jetzt stürmt es hier gerade ein bisschen und ich meine im Wetterbericht auch irgendwas in diesen Tagen von Sturmböen gelesen zu haben. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Die Einzigen, die stürmen sollen, das sind unsere Jungs. Ja, also über die rechte Seite geht's weiter, aber den kriegt er nie und nimmer. Der landet erstmal in den Gießener Reihen. Oh, die versuchen es erst einmal weit und hoch. Dann ist der Ball im Seitenhaus, linke Bahn. Schöne Grüße nach Gießen aus Kleinauheim. Wir wollen in den DFB-Pokal. Auf geht's, Kickers, schreibt hier Dinch Atabay. Also auch das hier mit ausgerichtet. Und natürlich kommen wir auch heute wieder Grüße aus Vietnam. Hallo Lars, hallo Kasper, wir freuen uns über die Bildübertragung und schicken rot-weiße Grüße. Saigon, nur der OFC, Nick und Sabrina. Du weißt ja, der Vietnamese an sich. Ja, der sieht jetzt aber auch erstmal, dass Gießen kommt und gar nicht so schlecht. Aber der Abschluss, der war dann zu ungenau. Und jetzt könnten wir vielleicht kontern über Netz Stackfuß. Ja, kriegt er den Ball noch vorbeigespitzelt. Leider nein. Trotzdem Einwurf OFC. Würde wahrscheinlich auch Mike Vetter werfen. Nee, der ist nämlich zugedeckt worden von Cem Kara. Und so überlässt Ned Starkfuß den Ball für Ronny Marcos, der immer noch mit der Maske herumläuft. Mal schauen, ob er sie ähnlich lang tragen wird wie Jasula seinen Helm. So, Pezzoni baut neu auf. Richie Weil, diese Dreierkette, die scheint schon ganz gut zu harmonieren. Und vor allem im Spielaufbau funktioniert sie ganz gut. Auch jetzt wieder gelungene Spieleröffnung. Schala kann er da ablegen auf Hartmann. Der kommt da leider nicht mehr an den Ball. Schade. Und jetzt Richie Weil. Spielt er zurück zu seinem Keeper. Also 11 Minuten hätten wir noch im ersten Durchgang, um hier in Führung zu gehen. Und das wäre ja durchaus auch ein angemessener Spielstand. Aber es will nicht, weil die Gießener sich auch mächtig dagegen stemmen. Und insofern passt es auch mit dem 0-0.
hat festgestellt, dass Ronny Marcos für eine dritte Mannschaft spielt. Nicht mehr für Offenbach, sondern für Fünnbach. Da fehlt nämlich ein O auf dem Trikot inzwischen. Das muss irgendein Zweikampf runtergerissen worden sein. Ja. Wer hat uns das O geklaut? Das kann nur der Schick gewesen sein, oder? Der Schick war das. Oh. Wer dann sonst? Ja. Jetzt also der OFC mit Hartmann. Der geht erstmal im Kreisel sozusagen einmal rum. Ah, Mike Vetter kriegt den Ball noch. Komm. Ja. Siehst du, wie der auf mich hört? Ja. Und holt den Freistoß raus. Das war auch auf deine Anweisung hin. Selbstverständlich, genau das habe ich ihm gesagt. Also jetzt aber schauen wir, denn jetzt gibt es den Freistoß von der rechten Bahn. So ist es. Richie Weil wird da einen Flankenball in den Strafraum hinein. Jetzt sind wir richtig empfänglich, so kurz vor der Halbzeit. Ja? Jetzt wird die Empfänglichkeit erst richtig groß in uns. 10 Minuten noch zu gehen und jetzt muss es klingeln. Ja, also. Ich bin nicht reingebabbelt, dann babbel ich schon rein. Mach du mal, Lars. Mach du mal, wie das geht. Also, Richie Weil jetzt beim Freistoß. Da kommt er von der rechten Seite vorne rein. Auf den langen Pfosten in die Mitte noch einmal rein. Ah ja. Und der Schiri hat abgepfiffen. Ja, Stefan Schicktanz hat uns die falsche Szene eingespielt, ganz klar. Der Bildregisseur. Ja, alle machen Fehler, nur der Herr Dr. Kiesler. Der ist fehlerlos. Na, jetzt hast du es endlich erkannt. Jetzt hast du es endlich hast du es verstanden. Wenn ich jetzt noch diesen ironischen Unterton ablege, Lars, dann ist alles gut. Ich habe 6 Jahre lang gebraucht, um dir das beizubringen. Aber ich bin froh, besser spät als nie. Ja, stimmt, 6 Jahre, aber das ist tatsächlich ziemlich korrekt, ne? Ja, das kann sein. Das ging doch so recht schnell rum, die Zeit. Ja, also normal braucht man nur 3 Lehrjahre, aber der Kasper hat ein bisschen länger gebraucht. Der braucht 6 Lehrjahre. Aber gut, was soll's. Naja. Ich habe ja alle Geduld. Ich bin ja immer da für euch Jugendlichen. Also ich hab's halt, ich brauch's halt in der Hinsicht. Da bin ich nicht ganz so gelehrig. Ja, also 10 Minuten haben wir noch plus X, um hier für die Führung vor der Halbzeitpause zu sorgen. Das würde uns schwer erwärmen und unsere Laune erhellen. Trotzdem muss man aber sagen, auch wenn es hier noch 0-0 steht, unsere Jungs machen das sehr gut. Jetzt wieder hier mit Mike Vetter, der ist ja schön durchgestiefelt mit der Körpertäuschung. Im Zentrum schön rechts rausgelegt und jetzt geht's schnell, jetzt muss die Flanke kommen, aber was? Da zieht er direkt ab. Naja, vielleicht nicht die schlechteste Idee, aber dann hat er doch Rücklage bekommen. Der Ball geht deutlich übers Tor. Am Ende muss der Löwe überhaupt gar nicht eingreifen. Kein Problem. Und so bleibt es beim 0-0, da jetzt noch 8 Minuten zu gehen sind in der ersten Halbzeit. Tja, Kaspar Lauk, der beschäftigt sich hier nicht mit dem Spiel, sondern mit seinen Handschuhwärmern, mit seinen Handwärmern. Eieiei. Weiter geht's. Es wird wohl Einwurf geben auf der linken Bahn vor der Walde. Vor der Walde war klein, sage ich schon, ja. Vor der Gießener Waldstadion Haupttribüne. Oh. Ja, da auf dem seifigen Boden ist er ausgerutscht, Hartmann. Denn der hatte das richtig antizipiert. Ja, einen seifigen Boden, den konnte er jetzt nicht antizipieren. So, Gießen mit der nächsten Offensivaktion, da sind wir wieder gut dazwischen. Lovridge und Campagna im Verbund haben das gut gelöst und jetzt könnten wir wieder schnell umschalten. Duckfuß zeigt der Anspiel mir doch tief den Ball. Aber Marcos dreht lieber ab, spielt zurück auf seinen Innenverteidiger Lovridge. Jetzt zirkuliert da der Ball bei unseren Defensivakteuren umher. Ja, Lars, und das, was du gesagt hast, mit, dass der Rasen wahrscheinlich ordentlich leidend wird, so seifig wie er ist, das kann man jetzt schon auf jeden Fall als wahr betrachten. Die Hubel und die Löcher im Rasen, die werden immer mehr und immer größer. Ich habe schon Paarungen gesehen im Europacup oder auch bei Europameisterschaften und so weiter. Da war das mehr Wasserball und tiefe Furchen, also dagegen ist das noch ein englischer Rasen hier. Ja, gut. Das war lange vor deiner Zeit, Kasper. Ich wollte gerade sagen, das ist also Wasserschlachten, das da denke ich an 70er gerade. Und ja, Europapokalspiele, wo es schlechter Rasen ist, da denke ich so an sehr nördliches Terrain. Irgendwo in russischen kleinen Dörfern, wo Europa League gespielt wird. Also du bist ein verwöhnter Bengel, ne? Als ich Fußball gespielt habe, als ich jung war, ne? Da haben wir nie auf dem Rasenplatz gespielt. Da haben wir auf rote Asche gespielt, ja? Hast du ja im Leben noch nicht gesehen. Das kennst du nur vom Tennis, ja? Ich habe auch nie auf dem Rasen gespielt. Aber gut. Ich habe auch nie auf dem Rasen gespielt. Ja. Immer nur Kunstrasen im Soccer's Point Offenbach. Ja. Schön in der Halle, wo es warm war, gell? Ja, ja, klar. Wenn du keine Handschuhwärmer brauchst. Wobei man sagen muss, im Soccer's Point, da ist auch teilweise echt fies kalt drin. Das stimmt. Also. Das ist der Kühlschrank Offenbachs. So ist es. Oder das Gefrierfach. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde es angenehm, dass es heute nicht so kalt ist, wie ich es befürchtet habe. Es hätte doch noch einiges kälter sein können, tatsächlich. Ich hatte es befürchtet, aber so geht es tatsächlich.
Lovric. Mal schauen, was er jetzt hier initiieren kann. Ball in die Mitte rein. Ja, Vetter, der muss es machen jetzt! Ah, da ist er da, Löhe. Aber das war die beste Möglichkeit, ganz klar. Und dann wollen wir nochmal. Haben wir nicht. Okay, haben wir nicht. Also, aber das war schon richtig klasse. So, vielen Dank für die tolle Live-Übertragung und viele rot-weiße Grüße an das komplette Kickers TV-Team. Schönen dritten Advent, schreibt der Steffen. Hat mich gefreut, dass Lars, du gestern auf der OKP-Weihnachtsfeier warst und wir uns gesehen haben. Ja, das gebe ich zurück. Das ist immer ein Highlight, jedes Jahr. Die Ostkreis-Power-Weihnachtsfeier. Das macht immer Riesenspaß. Ganz, ganz herzlichen Dank für euch dort, auch an euch, dass ihr uns auch immer so kräftig unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich, aber das ist ganz, ganz toll und macht richtig Laune. Und da merkt man immer so richtig, ja, was es ausmacht, was Kickers Offenbach ausmacht. An dieser Feier, ja, wenn man sich so richtig gegenübersteht und die ganzen Feedbacks bekommt, das ist schon wirklich eine tolle Sache. Also, weiter geht's jetzt mit dem FC Gießen. Dann noch exakt 5 Minuten hier zu gehen sind in Halbzeit Nummer 1. Und der OFC hat angezeigt, er würde auf jeden Fall gerne vor der Halbzeit noch für klarere Verhältnisse sorgen und hier in Führung gehen. Und man muss wirklich sagen, nach den ganzen Chancen, die wir hatten, jetzt auch gerade eben wieder Mike Vetter, wäre es verdient. Und Mike Vetter dreht sich zweimal um die eigene Achse, dann legt er los mit dem Latschen und Laufen und spielt jetzt zusammen mit Moritz Hartmann auf die rechte Außenbahn. Und da läuft das Bällchen weiter. Hartmann geht da tatsächlich vorbei am Gegenspieler. Sehr schön gemacht. Jetzt kommt die Flanke hinein. Doug Fuß lässt durch für Marcos. Und ach ja, schade, schade. Ball flach runtergeholt, aber hat darauf gehofft, dass da vorne noch jemand in die Spitze reinspringt. Dem war nicht so. Und so bleibt es beim 0:0 nach jetzt 41 gespielten Minuten. Und Frederik Löhe beim Abstoß. Ja, er hat schon ordentlich oft den Ball nach vorne treten müssen. Nun also einmal mehr. Zeigt auch, wir sind sehr bemüht in unseren Offensivaktionen, aber oft fehlt uns noch so die letzte Genauigkeit. Und der Ball streicht dann halt eher mal am Tor vorbei, als auf das Tor. Gießen hingegen, ja, die hatten ein, zwei gefährliche Freischusssituationen. Ansonsten haben sie sich mal immer mal wieder ein bisschen in die Nähe des Strafraums gespielt, aber da war dann meistens auch Schluss. Schauen wir mal, dass es diesmal wieder genauso ausschaut. Jetzt kommen sie über die linke Außenbahn tatsächlich mal. Selten genug, dass das passiert ist, aber Jakob Lemmer ist da dazwischen und ja, holt er den Freistoß raus, gut gemacht. Und Offensivaktion der Gießener unterbunden. Ja, und das direkt vor den 700 Offenbacher Fans, die das hier geahndet haben sozusagen. Jupp. Die haben das moniert und der Schiedsrichter hat gesagt, ach ja, wenn ihr das so seht, dann sehe ich das auch so. Jetzt gibt es da irgendwo eine Pfeife im Stadion scheinbar, denn ich habe... Natürlich kontraproduktiv, aber immerhin, die Spieler machen weiter. Hartmann allen voran, das hat er gut gesehen. Ja, ja, da wollte er vorne auf Schala spielen, sein Sturmpartner. Weiß nicht, Kaspar, ob du weißt, ob die schon mal jemals gegen miteinander gespielt haben, irgendwie zusammen? Was, wie lange muss ich mir das jetzt noch anhören? Ja? Ein Leben lang. Ja. Hörst du an, dein Leben lang. Ja, ja. Also Lars, vielleicht wird das gleich wirklich wahr, dass Kaspar Lauck die längste Zeit Mitarbeiter des OFC-Fan-Radios gewesen ist. Ja. Vielleicht trete ich in der Halbzeitpause noch zurück. Sag mal so, du hattest die längste Lehrzeit, ja. Mit 6 Jahren Lehrzeit. Ja. Jetzt, wo ich ausgelehrt habe, gehe ich woanders hin. Ja, kannst du machen. Kannst du rüber zu den Hühnern gehen. Die nehme ich mit Handguss. Ja, ja. So, oh, das hat er gut gemacht, der Gießner tatsächlich. Legt den Ball dann Vetter vorbei, aber bei Lovric ist dann Schluss. Mit dem kann er solche Späßchen nicht machen. Nee, nicht mit mir, hat er gesagt, der Francesco. Und so ist der Ball im Seitenhaus gelandet. So, trotzdem Gießen weiter im Ballbesitz. Bauen da hintenrum wieder auf. Unsere Jungs versuchen sie da früh zu stellen. Aber, die Gießner umspielen das einfach. Und kommen jetzt nochmal nach vorne. Ein Einwurf in der Offenbacher Hälfte schon. Und wir sagen nochmal Dankeschön an TSW, Technoservice Weißbad, wenn es um Bad, Heizung und Sanitär geht. Unser Partner Nummer 1, ganz klare Sache, Fritz Weißbad und sein geiles Team. Die haben alles im Griff. Und ich bin dort auch Kunde. Also der Fritz, der schreibt mir immer schöne Rechnungen. Warum? Er macht es halt einfach gut. Und so ist er auch dort entsprechend mein Partner. Jetzt der OFC, das ist Marcos. Verzögert erst nochmal. 1,5 Minuten noch zu gehen. Die UFC-Fans sind ja nach wie vor sangesfreudig. Das, was sie gesehen haben, das dürfte sie einigermaßen wohl gestimmt haben. Auch wenn es noch nicht geklappt hat mit dem Torerfolg. Und klar, hätte man schon ja, deutlich positiver gestalten können, wenn eine der 2, 3 Möglichkeiten drin gewesen wären. Das stimmt, ja.
Aber es waren jetzt auch keine riesen 100%er. Es waren gute Gelegenheiten bis sehr gute. Aber dass das Ding rein musste, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Trotzdem macht unser OFC ein gutes Spiel soweit. Sieht gut aus. Man könnte sagen, kontrollierte Offensive mit Wucht. Ja, Vetter, setz dich da durch. Mein lieber Mann, zwar eine Rückwärtsbewegung, aber dann hat er gesagt, bevor ich den Ball abgebe, dann spiele ich ihn lieber zurück. Und das war auch eine weise Entscheidung, denn da tummelten sie sich nur so, die roten Mittelhessen. Und da ist auf Nummer sicher gegangen. Pezzoni? Das war... Setzt er gut nach. Marcos? Ja, wohin? Wohin? Campagna. Lovric. Ja, wohin spielen? Ui, da wollen sie aber lange nachspielen. Ich hab, weiß nicht, ob ich es gehört habe. 3 Minuten nach. Ja, 3 Minuten nachspielen. So, Mike Vetter jetzt. Ja, kann er den Ball irgendwie weiterleiten auf Moritz Hartmann? Nee, leider nicht. Ja. Oh, jetzt hat sich Richard Weil wehgetan und kriegt den Freistoß. Ah ja, sehr schön. Habe jetzt tatsächlich noch nicht, kein Foulspiel gesehen, aber gut. Lasse ich mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und so gibt es kurz vor der Halbzeit zu einem Lars, und jetzt sage ich es und stopfte hier 5 Euro ins Phrasenschwein. Psychologisch wichtigen Zeitpunkt natürlich. Ja, das ist ein psychologisch sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt. Denn auch in der Nachspielzeit nur noch 1 Minute dann gleich zu gehen. Und das könnte eine der letzten Möglichkeiten sein. Freistoß, Richie Weil. Ja, was war denn jetzt? Eigentlich ist er längst freigegeben. Ja. Aber Guting braucht Weile, sagt sich da Richard Weil. Und jetzt kommt er nochmal vorne rein. Gießen haben wir einen Schaff, den Ball wegzukriegen. Campagna, großer Einsatz in der Rückwärtsbewegung. Ja, genau. Also, solange sie den Ball halten, besteht noch die Möglichkeit auf das 1:0 in der ersten Halbzeit. Missverständnis, Lovric und Hartmann. Ich kann aber auch sagen, warum der Ball von Lovric zu weit gegangen ist, weil guck mal, die Zone, wo er reingespielt hat, war die einzige, die noch nicht aufgewühlt ist. Das heißt, da rollt der Ball natürlich viel schneller als erwartet. Ja. Damit konnte Lovric jetzt nicht rechnen. Der hat natürlich die Hubbel schon einberechnet in seinen Pass. Und so gibt es also wieder Abstoß Frederik Löhe. Und ich denke mal, dann wird, na wobei, es kann sein, dass er jetzt gleich nach dem Abstoß abpfeift. Ja, wir sind in den Schlusssekunden. Eigentlich müsste er jetzt gleich abpfeifen. Und so ein Halbzeit-Tee, der kann nicht schaden. Nein, es ist dann doch ein bisschen kühl im Schatten, wenn man so lange hier sitzt. Oh, Gießner nochmal, letzte Möglichkeit. OFC schon wieder dazwischen. Und jetzt darf der OFC nochmal. Also, dann hoffen wir das Beste. Die 3 Minuten sind jetzt auch rum. Und jetzt pfeift er wohl endgültig ab. Nee, also Einwurf. Na gut. Der Ball ist heiß. Ja. Der Preis ist heiß. Ich lege mich fest, wenn wir jetzt in Führung gehen, dann wird Gießen in der ersten Halbzeit darauf nicht mehr reagieren können. Ja. Also schauen wir mal. Richard Weil. Ist der Moment ja so psychologisch wertvoll und wichtig. Schauen wir mal, Richard Weil. Von hinter der Bande aus läuft er an. Weiter, weiter, weiter Einwurf. Segelt. Jetzt hinausgeköpft. Vielleicht noch einmal die Flanke hinein. Schauen wir mal, ob der Schiedsrichter uns das noch durchgehen lässt. Nee, jetzt wird er wahrscheinlich... Nee, er lässt immer noch weiterspielen, hat echt Gefallen gefunden. Ja, weil so schön ist das Gigaspiel, hat er sich gedacht, komm, dann machen wir noch. Und Vetter jetzt erstmal zurück in den Rücken der Abwehr gespielt. Und dann ist es wohl jetzt hier auch passiert, oder? Also wenn er jetzt nur weiterspielen lässt, dann hat er eine andere Uhr als wir. Wir sind jetzt in der 4. Minute Nachspielzeit. Das war es erstmal in Halbzeit Nummer 1. Wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel Kickersaufenbach. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker und Ellbogen. Immer locker.
vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und den nächsten Letztbring. Hopp. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Immer locker, locker und Elbow. Immer locker. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste Letztspring. Hopp. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen.
Catch me. Hop. Hop. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel gespielt. Hop. 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 Ohne alle Netz. Ohne auf Wiedersehen. Bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel gespielt. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay, unendlich. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Vor den nächsten, let's bring. Hop. 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 Aktiv. Kick es auf. Kick es auf. Hermann Nuber erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946
bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei 0 los und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen, vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und den nächsten Letzten. Hopp. Vor dem Abgrund. Die Vorentscheidung zugunsten der Gegner ist gefallen. Da sind wir wieder live dabei. Gleich geht's hier weiter im Gießener Waldstadion. 0:0 steht's, der UFC. Schauen wir gerade mal rein, ob er gewechselt hat. Kaspar Lauck, der ist noch am Sortieren. Also das sage ich mal so, weil er ist nämlich nur noch am Plätzchen essen. Ja. Ich sortiere noch die Krümel in meinem Mund. Ja. Ja. Ich muss zumindest so tun, als ob du was arbeiten würdest. Als ob du was arbeiten würdest. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht. Aber es sieht so aus, als ob alle wieder dabei sind. Also es wird nicht gewechselt. Ja, aber dass ihr hier jetzt noch Bild seht, das liegt natürlich an unserer Kamerafrau. Und dass unsere Kamerafrau da oben noch stehen kann, da würde ich auch ein bisschen mir selber das Lob geben, dass das auch an mir liegt. Denn die hat von mir sowohl für die Handwärmekissen bekommen, als auch für die Schuhe. Ja. Ansonsten hätte sie wahrscheinlich innerhalb der den Dienst quittieren müssen. Ja, die hat natürlich auch den zugigsten Platz dort oben auf dem Turm. Ja. Ne? Also insofern großen Respekt. Und hat uns richtig geile Bilder eingebracht, dass... haben wir ja auch schon gesagt bekommen hier von den Fans, die uns zuschauen im Livestream. Jetzt geht's hier weiter. Und Richie Weil, ja, der versucht es einfach mal mit dem öffnenden Pass schön weitergeleitet. Allerdings die Gießen erstmal her der Lage. Und Campagna, der versucht es nochmal mit den Links rausgelegt. Ja, Lovretsch im Zweikampf. Jetzt muss Duckfuß nochmal zurückspielen. Ja, und... Ist ja noch gar nicht gesagt, dass wir jetzt in einer Dreiviertelstunde einen Sieger haben. Es könnte ja noch eine halbe Stunde länger gehen und noch länger. Also ich habe eigentlich festgelegt, dass wir hier noch 90 Minuten, dass wir 90 Minuten insgesamt spielen und dann war es das. Habe ich jetzt eigentlich so beantragt. Du hast doch geglaubt, dass wir heute 3 Punkte holen, oder? Also gut, Kaspar, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, du entwickelst dich zurück, statt nach vorne. Ach Lars. Den einen Aussetzer mit Moritz Hartmann an der Schala, ja, den gebe ich mir.
Das ist doch die Quizspielfrage, die können wir jetzt mal auflösen, oder? Wollen wir die Quizspielfrage auflösen? Naja, Lars, im Pokalwettbewerb? Im Pokalwettbewerb? Ach ja, jetzt, das hast du gemeint, gell, im Pokalwettbewerb. Ja, ja, genau. Sei vorsichtig, sonst wirst du wieder überführt hier vom nächsten. Ja, wahrscheinlich haben wir im Kreispokal irgendwann mit Doppelsturm Schala Hartmann gespielt, dann stehe ich ganz dumm da. Mit Sicherheit. Ja. Also, weiter geht's. Trabant. Ich glaube, sein erster Einsatz hier im Hessen-Pokal. Aber auch da will ich mich nicht festlegen, weil ich weiß, die Statisten gehören zu. Aber müsste eigentlich so sein. Ja, Lars, wir können ja auch mal aufdecken, dass du mir nicht widersprochen. Du hast gesagt, ja, 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 das könnte schon so sein mit Andes Schala und Moritz Hartmann. Also Lars, entschiedener Widerspruch dafür, dass es so offensichtlich falsch war, kam da von dir aber auch nicht. Und du warst sogar dabei gegen Freiburg, ja? Wir müssen uns jetzt hier auf das Bild, auf das Spiel konzentrieren. Und da kommt es zum Freistoß für den OFC. Ja, schön mitgenommen. Aber da ist Schluss mit lustig. Ja, Freistoß FC Gießen. Tja. Erzähl was Schönes, Kaspar. Ja, es ist. Was soll ich erzählen? Die Gießener haben jetzt gerade einen Freistoß. Da hat sich ein Kollege von ihnen wehgetan. Das ist der Mann mit der Nummer 16. Der sich da ein wenig wehgetan hat, das ist Rinderknecht, kann aber wohl weiterspielen. Ja, wir haben also die erste Halbzeit, haben wir eigentlich ganz gut gesehen, hat vielleicht noch so ein bisschen der letzte Punch in der Box gefehlt, könnte man sagen. Ich bin da optimistisch, dass in der zweiten Halbzeit das jetzt noch kommt. Von Gießener Seite aus haben wir nichts zugelassen, so dürfen wir gern weiterspielen, denn irgendwann wird bei denen auch nochmal ein Bällchen hineinfallen ins Netz. Und dann fahren wir hier einfach glücklich und zufrieden mit einem 1:0 nach 90 Minuten heim, Lars. Ich finde, das ist ein Plan, da wären wir alle glücklich mit, oder? Auf jeden Fall. Also egal ob 1:0, das würde ja schon reichen. Aber wir müssen einfach, denke ich, ein bisschen konsequenter die Chancen zu Ende spielen. Dann ist hier auch mehr möglich als ein 1:0. Aber klar, wenn es am Ende knapp ist, Hauptsache eine Runde weiter. Jetzt Freistoß OFC. Diagonal zum Tor, allerdings noch 40 Meter. Und da vorne stehen die üblichen Verdächtigen. Auch ja. Selbst Pezzoni hat sich da vorne mit reingemuggelt und da war er fast. Nee, nee. Also, ja. Da haben wir die Szene gleich nochmal, aber warte mal, wir schauen erstmal, denn die Gießener sind hier im Tempo-Gegenstoß. Ja, sind sie gefährlich unterwegs. Aufpassen, aufpassen. Pezzoni. Oh, da ist er. Naja, du, da hat der Pezzoni sich aber wie ein Torhüter mit der Hand auf den Ball gestürzt. Ja. Und jetzt schauen wir die Szene vielleicht nochmal an. Die Regie hat es für euch aufbereitet. Danke an den Stefan und TSW, Technoservice Weißbad. Also, da kommt er raus. Und wer war das? Vetter am Ende, ja, glaube ich. Vetter, ne? Bekommt aber nicht mehr genug Druck hinter den Kopf, weil eigentlich war er in einer guten Position relativ frei. Wenn er den etwas mehr drücken kann, dann wird es ganz, ganz gefährlich. So kein Problem für Frederik Löhe. Andes Schala versucht am Gegenspieler vorbeizugehen, wird da aber gestört und Gießen möchte dementsprechend dann jetzt kontern. Und ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Linke Außenbahn, haben sie da jetzt Platz? Aber ja, verstolpert in die Hacken gesprungen. Ein bisschen. Jetzt von Jakob Lemmer verfolgt und Mike Vetter ist zurückgeeilt, den Ball geholt und jetzt guck mal jetzt. Sind ja, da gibt es jetzt ein bisschen Platz hier auf der rechten Bahn. Hartmann, ja, dringt ein bisschen ins Zentrum ein. Ja, das war zu langsam, da ist der Ball weg. Ja, Weil holt den Ball zurück über Vetter und Campagna muss es jetzt auf die linke Bahn gehen. Dagfuß. Ja, ah, da kommt der öffnende Pass, sehr gut gemacht, in die Tiefe. Und wer so frei steht? Ja, wobei ich sagen muss, er hat so eine Abseitslinie gelauert. Es war jetzt nicht wahnsinnig deutlich, es war schon ein guter Pass und ein guter Laufweg von Hartmann. Also das gehört 1412, dann kommt das hin mit 800 Offenbarern. Ja. Ja, ja, 1412 Zuschauer, beim letzten Mal waren es über 2000, ne? Erinnere ich mich. Also deutlich, deutlich weniger. Das liegt aber nicht an den Offenbachern. Die unsere Jungs da wirklich. Die Gießener hatten zuletzt hier ein paar Querelen zu überstehen. Präsident und Sponsor ist da, glaube ich, von Bord gegangen. Und ich weiß nicht, ob das auch dazu beigetragen hat. Naja, und die Witterung, die tut das Ihrige noch dazu. Ja, man durfte irgendwas lesen von Saison noch nicht durchfinanziert und sowas. Aber ja, da
wollen wir jetzt gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Wir kennen das aus leidvoller Vergangenheit. Diese unangenehmen Wochen, wo du, bangen Wochen, wo du nicht weißt, wie geht's mit deinem Verein weiter. Ich wüsste nicht, dass wir mal finanzielle Probleme gehabt hätten. Nein. Kann mich nicht erinnern. Du konntest dich ja auch nicht an Hartmann-Schaler Doppelsturm vor zwei Wochen erinnern. Jetzt will er. Jetzt holt er aber ganz weit aus hier, der Herr Dr. Kasper. Ei. Ah ja. Also. Hier, dann mache ich zu dritt. Wir bauen hintenrum auf. Beziehungsweise Gießen baut hintenrum auf. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja nicht, bist du jetzt ins Gießener Lager gewechselt, oder? Spontan. Ja, das mit der Insolvenz, oder mit der drohenden Insolvenz, das hat mich sehr verbunden. So, Hartmann. Kann er den Ball mal verlagern auf Lemmer? War eigentlich nicht so gut, aber Lemmer legt zurück auf. Gut gemacht, Ball. Lemmer. Ja, kommt er noch ran? Ist vorbei. Klasse gemacht. Jetzt die Möglichkeit. Das Tor ist frei. Gefault. Das Tor ist frei in die Offenbacher vorderen Elfmeter. Ja, und ich sag mal. Aber vehement. Haben wir die Szene? Haben wir die Szene? Ja, da schauen wir rein. Jetzt wird's spannend. Große Proteste. Also. Da kommt er. Ja, also, er wird ja vollkommen umgehauen. Campagna kriegt irgendwie übrigens in der Zwischenzeit, während diese Wiederholung läuft, die gelbe Karte wegen Einfordern seines Rechtes, nämlich diesen Elfmeter. In Zeitlupe. Ja, klar. Also, boah. Ja. Klaren Elfmeter. Naja. Also, ja. Ich denke, wir scheinen hier geteilter Meinungen zu sein, denn der Lars sagt so ein Naja. Also, wenn ich mich schon zurückhalte, dann... Ja, aber es ist schon, er nimmt eine Verletzung von Jakob Lemmer eindeutig in Kauf. So kann man es ausdrücken, ja, das stimmt. Ja. So, Einwurf hinein in den 16er, wo wir eigentlich gerade einen Elfmeter hätten schießen müssen. Sind zumindest zwei Drittel des OFC-Fanradios hier an der Bank sitzen der Meinung. Weiß nicht, wie unsere Kamerafrau das gesehen hat von da oben. Jetzt also Spielaufbau OFC. War auf jeden Fall eine richtig starke Aktion von Jakob Lemmer. Das wollen wir da auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, dass er sich auf jeden Fall Ausmaß so durchsetzt. Oh, guck mal jetzt! Da wird er gezogen! Und jetzt gibt's Gelb, du Bösewicht! Also, wer ist das? Also ich sag mal so, in Hoffenheim haben wir für eine vergleichbare Aktion hat Pezzoni rot gesehen. Deswegen... Wir haben die Szene, also auch da müssen wir nochmal reinschauen. Unser Bildregisseur. Also, Dackfuß ist durch. Ja. Aber gut, gelbe Karte, ja, gibt's jetzt also. Schauen wir, Freistoß, linke Außenbahn. Gute Position, Dackfuß wird wahrscheinlich den Ball zum Tor hinbringen. Also gut, weiter geht's mit dem Freistoß. Diagonal zum Tor. 26 Meter. Zeigt unser Scanner an. Und Dackfuß, der wird den jetzt mit viel Effe, so wie er da schon anläuft, vorne reinbringen. Und auf der 16er Linie, da stehen sie alle. Jetzt kommt er reingeflogen. Nachschuss. Weil rechts am Tor vorbei. Schade. Aber klar, mal der richtige Ansatz, mal drauf zu halten. Einfach mal draufhalten. Vielleicht wird er noch irgendwie abgefälscht oder sonst was. Schauen wir nochmal drauf. Ja, da, ich glaube, er springt ihm so ein bisschen an Schienbein und dann trifft er den Ball nicht voll. Also, Abstoß, Frederik Löhe. Laute OFC-Sprechchöre da im Block. Derweil geht der Ball ins Aus, weil den Ball verfehlt, unterspringt, um genauer zu sein. Einwurf Richie Weil, unseren Kapitän, wirft zurück auf Dominik Trabant. Er wird das Spiel jetzt verlagern auf Francesco Lovric. Und dann schauen wir, vielleicht bietet sich Dackfuß an, vielleicht Ronny Marcos, oder wir verlagern das Spiel wieder auf die andere Seite zurück. Da ist nämlich Jakob Lemmer ganz frei. Könnte jetzt Mike Vetter ins Spiel bringen, spielt aber erstmal zurück, dreht erstmal ab auf Richard Weil. Der spielt den Ball jetzt auf Mike Vetter und ja, kann das ja durchsetzen. Tatsache, bleibt da auf den Beinen, geht zur Grundlinie, Flanke hinein, ist nicht schlecht, zweiter Pfosten, Marcos! Meine Herren, Donnerschlag, die beste Chance. Links am Tor vorbei. Ei, da müssen wir nochmal reinschauen. Direkt jetzt hier vor der Ecke und eine Riesenanfeuerung. OFC. Der OFC drückt, er drückt. Er will jetzt unbedingt das 1-0. Das hätte es eigentlich sein können, vielleicht sogar müssen. Also, jetzt aus der Offenbacher Fankurve heraus. Eckball Nummer 5. Und da kommt er jeden Moment reingeflogen. Angefeuert von 800 Offenbacher Fans, die hier mitgereist sind. Und jetzt kommt auf den ersten Pfosten, sollte verlängert werden. Die Gießen erst einmal Herr der Lage, aber der zweite Ball, der wird jetzt noch einmal vorne reinfliegen. Schala! Naja, in Offenbacher steht niemals im Abseits. Ja,
Ein Offenbacher fällt im Strafraum, das muss immer Elfmeter geben, Lars. Das hast du vorhin auch nicht berücksichtigt. Also wirf mir hier nicht die Fehler vor, die du manchmal selber machst. Also wir haben jetzt hier auch mit den Kollegen nochmal gesprochen, den Redaktionskollegen aus anderen Redaktionen. Und das heißt klares Elfmeter, klare Elfmeter. Und hier gucken wir nochmal die Szene an. Da haben wir sie. Naja. Wenn ein Offenbacher faul ist, fällt, ist es immer faul, Lars. Ja, ja. Also klare Elfmeter. Ja. Legen wir uns fest. Ja. Ihr habt mich überzeugt. Also in der Zeitlupe sieht man es dann jetzt. Guck mal jetzt die Zeitlupe. Manche Menschen brauchen dafür die Zeitlupe, manche Menschen sehen es direkt. Ich glaube, wir kommen aus diesem kleinen Anzicken nicht mehr heraus, Lars. Das ist, brauchen wir mal Beziehungstherapeuten, brauchen wir mal, kann das sein? Also, dass du einen Therapeut brauchst, das glaube ich wohl. Das glaube ich wohl. Ja, weil ich immer 90 Minuten mit dir kommentieren muss, deswegen. Ja. Abstoß. Es ist ja heute das letzte Mal. Zumindest für dieses Jahr. Ja. Haben wir dann erstmal. Jetzt wird er was zu hören bekommen. Ja, da gibt es also einige liebe Grüße vom OFC-Fanblog an Frederik Löhe. Wahrscheinlich in Erinnerung an das Foul an Jakob Lemmer. Er hat ihn schon umgeboxt, klar. Also. Aber man merkt schon, dass der Spiel kippt jetzt Richtung unserer Jungs. Also wir drücken da jetzt schon und schaffen es jetzt auch mal richtig Gefahr in den Strafraum der Gießener zu bringen. Also, jetzt aber mal Einwurf gießen. Verfehlis legt da gut ab auf Cem Kara. Wieder mit Verfehlis im Zusammenspiel. Der legt da rechts raus. Jetzt kommt Gießen tatsächlich. Abschluss aus der Distanz. Brennend ungefährlich war das. Weit am Tor vorbei. Und so darf Dominik Trabant endlich mal wieder abstoßen. Spielt da kurz auf Francesco Lovric. Und so bauen wir das Spiel neu auf. Die kurze Sprechpause erklärt sich dadurch, dass ich gerade einen Schluck Tee genommen habe, um mich von innen zu wärmen. Ich habe auch einen Schluck Tee genommen. Ja, der Lars hat einen anderen Tee genommen. Hopfen und Malztee. Das ist der sogenannte Lebertee. Ja, das erklärt meine tolle Stimme, die ich immer habe, weißt du? Das kriege ich immer gesagt, Mensch, hast du eine tolle Stimme fürs Radio. Ja. Und die kannst du nur mit Hopfen und Malztee so hinbekommen. Ja, ja. Die Stimme, die geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Das denke ich mir. Ja, deswegen muss ich auch zum Therapeuten. Ich habe immer so einen kleinen Lars Kissner im Kopf. Wenn du noch ein bisschen machst jetzt, Kasper, hier, wenn du noch ein bisschen frech wirst, ne, dann stellen wir gleich nochmal die Quizspielfrage für heute. Ne? Ich glaube, das wollte doch jemand hören, wie heute die Quizspielfrage war. Ich glaube, das Einzige, was uns aus diesem Modus des Anzickens jetzt noch rausbringen kann, ist ein Tor vom OFC. Ich glaube, dann würden wir wieder ganz brüderlich und vereint sitzen, oder? Ja, ja, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir ja ein Tor verhindern, ja. Nämlich die Gießener kommen mit dem Freistoß von der rechten Seite. Ja, das ganze 38 Meter diagonal zum Tor, rechte Seite. Ja, und die Offenbacher Fans, die haben dort hinten mit dem Löhe so ihr Duell sozusagen, Verbalduell. Jetzt kommt da vorne reingeflogen, Kopfball, gefährlich, Eigewitter, das war ganz gefährlich jetzt auf Gießener Seite. Das wäre jetzt aus dem Nichts gewesen. Aus dem meine Herren, also da haben wir jetzt Glück gehabt und da haben wir die Szene auch nochmal. Da kommt er reingeflogen. Ja, das war schon eng. Jetzt gibt es Eckball von rechts. Hoffen wir, dass wir den diesmal besser klären können, ohne größere Torgefahr. Erster Eckball gießen, wenn ich das nicht übersehen habe. Jetzt hebt er die Hand, Ball zum Tor hin, kurz erster Pfosten rausgeschlagen. Aber der zweite Ball aus der Distanz, brettert er drauf. Campagna schmeißt sich dazwischen, Nachschuss ist vorbei. Abstoß, Trabant. Ja, 60. Minute. Immer noch 0:0, der OFC. Weiterhin die spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Aber jetzt eben Gießen auch mit einer durchaus passablen Chance. Aufpassen, aufpassen. Halbe Stunde noch bis Buffalo. Oder es gibt noch mal eine halbe Stunde oben drauf. Also, wo ist ein Luftzweikampf an die Schala, wurde jetzt abgepfiffen und naja. Da beschwert er sich und ich bin da inhaltlich bei Andy Schaller, würde ich sagen. Wenn er sich da über die Entscheidung des Schiedsrichters beschwert. Gestern am Biberer Berg gab es ja auch nochmal oben was drauf. Ich war kurz da, ich bin nach 5 Minuten gegangen. Also das war irgendwie nicht mein Fall. Ganz merkwürdige Stimme, fürchterliches Getöse, viel Show und jede Art von Fankultur wurde dort zunichte gemacht. Also haben mir die Nauheimer Fans leid getan. War auch keine richtige Atmosphäre da im Eishockey. Nee, hat mir nicht gefallen. Also
Und dann bin ich gegangen nach 5 Minuten. Und ich habe gehört von ganz vielen Offenbacher Fans, die da waren, die auch früher gegangen sind. Deutlich früher. Und haben sich dann den Rest im Fernsehen angeschaut. Nee, diese Showveranstaltung, das ist irgendwie nichts für mich. Ich bin ja ein Nauheim-Fan. Ich bin ja von Kind auf schon dort immer gewesen. Pilo Knies, einer meiner großen Idole, hab Pucks dort gesammelt, die durch die Fangmaschen dort gekommen sind. Aber das war nicht Bad Nauheim, das war nicht Atmosphäre Kurstadt. Und am Ende haben auch die Falschen noch gewonnen. Also ganz schlimm. Ah ja, Lars, du warst aber auch nicht mehr da zum Anfeuern, hä? Das hat gefehlt dann. Das hat gefehlt. Meinst du, daran hat es gelegen? Ah. Gut, ich bin wieder schuld. Also. Oh, Flanke, Duckfuß und da kommt Schala fast noch irgendwie ran. Gute Aktion. Und da wird es wieder laut im Fanblock vom OFC. Wir übrigens sagen lassen, die Gießner, der Gießner Ultra-Fanblock, die sind da ja irgendwie, weiß ich nicht, knapp im zweistelligen Bereich von der Mannstärke her. Und dann wird uns weitergeben, die haben da ein Megafon. Der Vorsänger. Ah ja, die müssen ja ihre ganzen Massen dort erstmal. Oh, man hat in dem nachfassen. Ja, ja, also gerade was im Holprigen geläuft, das ist gar nicht so verkehrt, dann mal aus der Distanz auch abzuziehen. Das machen sie schon richtig. Und jetzt hat man den Eindruck in den letzten 5 Minuten, dass die Gießener hier sich dazu entschlossen haben, mitzuspielen. Aber Mike Vetter, der nimmt sich erst einmal ein Herz, geht vorbei. Am ersten links rausgelegt. Ah, der Ball, der holpert und holpert. Jetzt von der Offenbacher Fankurve, linke Seite, kommt der Pass rein. Vetter hat es versucht mit dem Scherenschritt. Und dann Gießen im Neuaufbau. Rechtes Halbfeld. Ja, oh, und der Schlag ist gefährlich. Links rüber auf die 28. Und jetzt hat er lange Zeit zum Flanken, wird auf den ersten Pfosten hineinspielen. Aber Pezzoni ist dazwischen. Es wird die nächste Ecke für Gießen geben. Eckball Nummer 2 und daran merkt ihr beide Eckbälle jetzt in den letzten 5 Minuten. Die Gießener sind so ein bisschen aufgewacht. Ja, das gefällt mir nicht. Aber ist ja oft so, wenn du aus deinem Überzahlspiel oder aus deinen Möglichkeiten zu wenig machst, dann wird es gefährlich. Also aufpassen jetzt, die Gießener. Ja, gut aufgepasst von Campagna. Ja, Was soll er machen? Wenn er den kontrolliert bekommt, dann könnte er sogar einen Konter einleiten. Deswegen hatte man kurz Hoffnung, aber so. Gießen jetzt wieder am Ball. Wir konnten rausköpfen und jetzt können wir kontern. Mike Vetter, Leder einmal vorgelegt. Jetzt marschiert er los und könnte gleich Duckfuß einsetzen. Ja, wird er aber gestellt. Da kann er nichts machen. Das war zu viel des Guten. Schade, da hat er nicht mehr viele Optionen gehabt, denn auch Duckfuß war leider zugestellt und dann ist die Kontersituation dahin gegangen leider. Und jetzt zieht hier so ein fieser, fieser Wind auf. So, jetzt Fehlpass, Gießen Aufbauspiel. Jetzt könnten wir mal schnell umschalten. Duckfuß, rechte Außenbahn, läuft sich Lämmer frei. Schala hat da ganz viel Platz, kriegt den Ball jetzt auch, spielt weiter auf den Duckfuß. Ah, schade. Manchmal versuchen sie es zu schön. Zu schön. Die Kombinationen. Aber gut. Jetzt Gießen wieder. Jetzt hin und her das Spiel. Und jetzt kommt wieder Gießen. Also es ist sozusagen ein offener Schlagabtausch. Und da liegen, guck mal, gleich 3 Spieler liegen da am Boden. 2 Offenbacher, 1 Gießener. Also, wer liegt da? Da liegt Francesco Lovric, glaube ich, am Boden. Kevin Pozzoni liegt, glaube ich, auch am Boden. Und die Nummer 10 bei den Gießnern, das ist Cem Kara, der da am Boden liegt. Die haben sich da bei dieser Aktion allesamt wehgetan. Hoffen wir, dass es weitergeht. Und also Lovric hält sich den Kopf. Kara, weiß ich nicht, aber auch Pezzoni, der hält sich wieder in die Nase. Da haben wir schon wieder was drauf bekommen, wahrscheinlich. Also reichlich zu tun jetzt für die medizinischen Abteilungen hier. Ja. Mehr als uns natürlich lieb ist. Es ist a battlefield. Ja. Ist die Frage, wer diese Schlacht als Sieger verlässt. Aber das ist jetzt ein bisschen martialisch gedacht. Wir wollen ja hier einfach nur eine Runde weiterkommen. Ich meine, jetzt hätten wir hier um 4 Grad abgekühlt, oder? Ja, du, ich kann es auch sagen, warum. Die Sonne ist jetzt hinter so einen Schleier verzogen und der Wind, der macht es noch kälter. Das ist unschön. Das brauchen wir hier nicht. Aber guck mal, alle Akteure stehen wieder. Und dann wird es wohl gleich weitergehen können. Und das Einzige, was man hier jetzt gerade hört, ist das Rauschen des Windes. So, guck mal, Trabant hat da so einen schicken braunen Streifen. Einmal komplett vom Stutzen unten bis hoch zum Trikot. Einmal links. Da sieht man, wie der geflogen ist, der junge Mann. Ja. Ich glaube, das bekommt der Bötti ja jetzt auch nicht mehr rausgewaschen. Oh, jetzt wird es Abstoß geben, jetzt kann es weitergehen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil das Spiel noch unterbrochen war. Jetzt darf es aber weitergehen. Endlich, nach der Verletzungsunterbrechung, alle Akteure scheinen wieder soweit spielfähig. Weiter Schlag jetzt nach vorne. Und Mike Vetter,
zweite Welle, ja, Ball hineingebracht, in den Strafraum rausgeklärt. Aber man merkt, es wird jetzt mehr und mehr ein Kampfspiel. Und mehr geht es jetzt hin und her mit offenem Visier. Also, nächste Welle, jetzt kommt wieder Gießen in die Offensive. Oder versucht es zumindest. Versuchen wir jetzt aber tatsächlich mal das Spiel erstmal zu beruhigen. Erstmal hintenrum über die Kette spielen. Ja, jetzt müssten unsere Jungs mal ein bisschen draufpressen. Sonst können sich die Gießener da auch ewig den Ball zuschieben. Andererseits, die wissen doch auch, dass im Elfmeterschießen der OFC gewinnt. Also insofern muss es schon in deren Sinne sein, das Spiel vorher zu entscheiden. Also der Holger Horster, der meint nochmal, dass das gestern natürlich unabhängig vom Ausgang des Spiels eine tolle Werbung war für Offenbach, für die Stadt Offenbach und auch für unser tolles Stadion. Da hat er natürlich vollkommen recht, das ist ganz klar so. Deswegen habe ich das ja im allerhöchsten Maße unterstützt und mich darauf gefreut. Und wir haben ja da ständig seit Wochen und Monaten die Spots auch für das Winterderby gespielt. Und auch so haben redaktionelle Beiträge gehabt im Fanradio mit Nauheimern zum Teil. Aber ich meine nur, wenn man das in Nauheim gewöhnt ist und Nauheim gewinnt eigentlich alle Derbys, sogar in Frankfurt und jetzt haben wir ausgerechnet in Offenbach das Ding verloren. Und ich hatte es irgendwie schon so ein bisschen im Gefühl, weil das war doch sehr, sehr showartig. Aber wie gesagt, den vielen hat es gefallen, also dann ist doch alles richtig und alles gut. Ich würde sagen, das ist dann auch einfach ganz, ganz sicher eine Geschmackssache. Du kannst halt mit solchen Events wenig anfangen, ich auch, aber es gibt halt Menschen und nicht zu wenige, die daran auch einfach große Freude hatten an dem Abend. Dass sie alles richtig gemacht haben, zeigt allein die Zuschauerzahl. 15.000 Zuschauer bei Bad Nauheim Eishockey, die haben sonst einen Schnitt von 2,5 bis 3. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ah ja. Jetzt Gießen, Distanzschuss drüber. Ja, es wogte hin und her. Ja, aber die Gießener, die zeigen an, dass sie mitspielen wollen jetzt. Das war über weite Strecken nicht so der Fall. 68. Minute ist jetzt rum. Also, 22 Minuten noch zu gehen. Ja, weite Schlag, jetzt wird Andis Schala wieder gesucht, verliert aber das Kopfballduell. Jetzt Netzstackfuß. Spielt auf Campagna. Jetzt vielleicht mal wieder einen strukturierten Angriff zustande bringen. Sehr schön, rechte Außenbahn. Jakob Lemmer, der könnte jetzt Mike Vetter ins Spiel bringen. Jawohl, schön gemacht, rechte Außenbahn. Mikey, kann er sich da irgendwie durchsetzen? Ja, wird abgegrätscht. Aber es gibt Einwurf, OFC. Ja, von der rechten Bahn. Auf sind jetzt wieder auf unseren Bildschirm und unsere Kamerafrau angewiesen. Genau. Also Richie Weil wird einwerfen. Lemmer, Weil. Jetzt bringen sie den Ball hinein in den Strafraum. Zweiter Pfosten, Andes Schala. Köpf wieder zurück zu Mike Vetter. Schade. Kann Gießen erstmal klären. Ja, die sind da, auch wenn wir uns da gut bis zur Box hinspielen, die sind in der Box, sind die sehr aufmerksam, die Gießener. Und bringen da auch viel wieder hinaus, was wir da reinspielen. Muss man schon sagen. Aykut Öztürk hier ganz schön eingehakt beim Pezzoni. Und jetzt die Möglichkeit für den OFC, eine Umschaltbewegung. Hartmann, ja, links rausgelegt. Und dann kommt die Flanke, allerdings verunglückt direkt auf den ersten rot gekleideten Mittelhessen. Und Pezzoni. Ja, hat heute die kurzen Ärmel an. Andere haben ja die Longshirts drunter. Jetzt Schala. Ja. Duckfuß. Hacke Spitze 1, 2, 3. Kommt da vorne rein. Aber Löhe pflückt die Kirsche runter. Ohne Mühe. Jawohl. War er aufmerksam. Trotzdem guter Angriff insgesamt vom OFC. Schön auf die Außenbahn gekommen. Duckfuß in Flankenposition gebracht. Der Abschluss von Löhe, der ist jetzt aber verunglückt. Und so holt der OFC schon in der Gießener Hälfte den Ball also zurück. Duckfuß und Rodas. Ja, schade. Können da nicht sich entscheidend durchsetzen. Und so darf Gießen neu aufbauen. Ja. Oh, das wird ja jetzt gerade von unserem Bildregisseur, der es am meisten im Blick hat, angemerkt, wenn es hier Verlängerung geben sollte und Elfmeterschießen, dann wird es hier dunkel und Flutlicht sehen wir hier weit und breit wenig. Also das heißt also, eine Verlängerung könnten wir streckenweise, zumindest in der ersten Halbzeit der Verlängerung, noch übertragen. Das Elfmeterschießen können wir leider nicht mehr übertragen. Ich glaube, da bekommt der Satz Sieg in 90 Minuten oder Spielabbruch eine ganz neue Bedeutung. Warum sagen wir das? Denn hier gibt es kein Flutlicht. Ja.
Und naja, die Zeit, sie spielt gegen das Spiel sozusagen. Hier muss was passieren und zwar recht bald. Ja gut, ich meine, Gießen wollte unbedingt diesen Termin, ne? Das heißt, die müssten dann auch zusehen, wie die das Spiel hier über die Bühne bringen. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass bis zur 90. Minute noch irgendwas Entscheidendes passiert. Also wir haben so ein Nachtsichtgerät, ja, wir könnten damit... An uns liegt nicht, ne? Nee, wir können weiter übertragen. Und ich glaube, der Ronny Marcos hat dieses Nachtsichtgerät auch in seine Maske eingebaut, oder? Ob die Spieler das Tor noch sehen? Oder... Na, wir haben schwarze Kleidung, wir werden irgendwann unsichtbar, Lars. Wir stellen unseren Spielern das Nachtsichtgerät zur Verfügung, wenn sie schießen. Das ist eine Wärmebildkamera. Wir steuern die jetzt verbal von hier oben. Ja. So, jetzt gibt es einen Wurf. Vielleicht schaffen wir es aber auch schnell in 90 Minuten, das Ding hier zu regeln, zu ziehen. Davon gehe ich aus. Ja. Davon wollen wir alle ausgehen. Schon allein aus der Tatsache heraus, dass ich nicht länger frieren möchte. Ja, das stimmt. Aber meine Handwärmer vorhin, dafür warst du zu fein. Ja, ja. Pacey Bean aus Lima, jetzt wird es Zeit für eine Übertragung eines Tores. Kusans Reporterteam und an Frau Wehner in der Elbestraße. Schickt einen Sieg nach Peru, schreibt der Klaus-Josef Werne. Also Peru meldet sich natürlich auch zu Wort, ganz klar. Ah, das ist schon brutal, wo wir den Sieg überall hinschicken müssen. Da haben wir nachher, wenn wir hier eine Runde weiter sind, schon ordentlich was zu schicken. So. Freistoß OFC noch ein bisschen weit vom Tor entfernt. Linke Außenbahn. Für einen Flankenball dürfte es aber trotzdem reichen. Den wird Duckfuß dann bringen. Hat jetzt ein, zwei verunglückte Flanken in den Strafraum hineingebracht. Jetzt wird es mal wieder Zeit für eine gute. Ja, und das Ganze in der 73. Spielminute beim Stande von 0:0. Sind wir empfänglich, was das 1:0 für den OFC angeht. Also jetzt Freistoß. 38 Meter diagonal zum Tor. Jetzt kommt er reingeflogen. Vorne Richtung Elfmeterpunkt. Gießener erst einmal versuchen abzuwehren. Dann kommt er jetzt abziehen. Oh, Donnerschlag links vorbei, aber immer noch heiß. Pezzoni, was macht er denn? In die Mitte reinkommt. Falschaler rechts am Tor vorbei. Eigewitter, da muss mehr drin sein. Eieiei, da haben wir die Szene. Donnerschlag. Eieiei. Macht der Pezzoni hier erstmal gut, wie er den Ball dann vorbeilegt und dann nochmal reinbringt. Und dann schafft Schaler den Ball nicht mehr kontrolliert zu köpfen. Und so, ja, auch hier wieder, ne? Ah! Ja. Hartmann trifft den Ball da nicht voll. Wenn er den Ball sauber trifft, dann ist das Ding drin. Aber es war halt, glaube ich, auch der linke und dementsprechend der schwache Fuß. Also, hier schreibt der Dietmar Papert. Hallo Lars, du erwähnst ja in deinen Reportagen des Öfteren mal den Scheibendoktor. Aus diesem Grund habe ich den Scheibendoktor mit meinem kaputten Frontscheibe aufgesucht. Ich muss sagen, der Laden ist absolut zu empfehlen. Ich möchte hiermit jeden Kickers-Fan dazu auffordern, ihre Sachen in Sachen Autoglase vom Scheibendoktor reparieren zu lassen. Das, wie gesagt, schreibt hier der Dietmar Papert. Und das kann ich nur bestätigen. Das ist nicht nur ein ganz tolles Unternehmen, sondern auch ein ganz toller langjähriger Unterstützer des Fanradios. Und auch natürlich der Offenbacher Kickers. Also selbstverständlich sollte ein OFC-Fan immer zum Scheibendoktor gehen, wenn es irgendetwas rund um das Autoglas zu richten gibt. Ja, ich konnte noch nicht hin. Ich besitze noch keinen eigenen Wagen, Lars. Aber bald, sobald ich ein Auto besitze, werde ich mir die Scheibe eintrümmern und dann dahin fahren. Das denke ich mir. Du wirst nicht lange im Auto sitzen, ja. Da wird die Scheibe schon kaputt sein. Ich sollte eigentlich vorab ein Abo abschließen mit dem Scheibendoktor. Ja. Ah, jetzt gibt es Freistoß für Gießen und Gelb für Mike Vetter, wenn ich das richtig sehe. Freistoß, ähnliche Position wie wir gerade eben. Mal schauen, ob Gießen da mehr Kapital draus schlagen kann, als wir das gerade eben getan haben. Es segelte vorhin ja schon mal so ein gefährlicher Freistoß der Gießen in unseren Strafraum. Die können das offensichtlich. Unsere Abwehr sollte also gewarnt sein. Und nicht nur unsere Abwehr, alle unsere Jungs, die da jetzt im Strafraum oder um den Strafraum herum versammelt sind. Es herrscht gerade Uneinigkeit, ob wir eine Mauer aufstellen sollen oder nicht. Wird da gerade viel geschrien. Ja. Also aufpassen. Kann gefährlich werden. Jetzt ist er freigegeben. Kommt er erstmal rein. Ja. Naja, das ist keine Mühe für Dominik Trabant, der jetzt auch schnell abwirft hier auf die rechte Bahn. Ja. Lämmer, Weil, Vetter, Schala. Ja. Oh. Ja, Lämmer verspringt der Ball. Und leider auch nach diesem elfmeterwürdigen Foul an ihm so ein bisschen weniger reißen können da über seine Außenbahn. Das Spiel hat sich jetzt ein bisschen mehr auf die linke Seite versetzt vom OFC. Und jetzt kommt Gießen über eben jene linke OFC-Seite.
Ja, nee, das ist kein Freistoß, das ist zu wenig. Gießen muss noch ein bisschen im Strafraum herumspielen. Schauen wir mal, dass wir den Ball da jetzt irgendwie möglichst bald rausbekommen. Pezzoni macht das, aber der Ball, der kommt nicht so weit beim Klärungsversuch. Und jetzt aus der Distanz! Glanzparade, Trabant und dann an den Pfosten gelegt. Uiuiui. Donnerschlag, beste Möglichkeit hier für den FC Gießen. Und da rettete der Pfosten, nachdem Dominik Trabant sich ganz, ganz lang gemacht hat. Riesenreflex. Was für ein Klotz damals. Meine Herren, das war ja eine sehr, sehr gute Chance für den FC Gießen, auf den absolut aufzupassen ist. Und jetzt kommt er erneut mit dem Eckstoß. Ich weiß nicht. Es wird ungemütlich, nicht nur kalt. Jetzt kommt er erst einmal raus. Ja, und da hatte Pezzoni vorhin nicht richtig endgültig geklärt. Das hat die Gefahr dann nochmal heraufbeschworen. Ja, jetzt müsste der Ball mal richtig weggemacht werden. Ja, Dagfuß. Dagfuß hat er gut auf uns gehört und ja, dribbelt er an zwei Leuten vorbei, wird gefoult und ja, fordert da auch, dass der Schiedsrichter das doch jetzt mal bestrafen möge mit einer gelben Karte. Gibt es aber nicht, der Schiedsrichter lässt da Gnade walten. Bauen wir in der eigenen Hälfte wieder auf. Dominik Trabant auf Francesco Lovric. Bällchen läuft. Linke Außenbahn, wie gesagt, da geht jetzt in der zweiten Halbzeit deutlich mehr drüber. Während in der ersten Halbzeit die rechte Außenbahn die des OFCs war. Ja, Gießen versucht es halt immer wieder schnell umzuschalten. Ja, und so geht das Spiel hin und her. Also, das sah in der ersten Halbzeit aus unserer Richtung. Fetter, guter Einsatz, hat den Ball zurückerobert, aber so hat er ihn wieder verloren und Hartmann. Meine Herren, da muss er doch Vorteil spielen lassen. Donnerschlag. Es gibt nicht mal Vorteil, es ist Freistoß. Gießen. Was? Gegen uns? Ja. Wieso denn das? Also, weiß nur er allein, was er da gepfiffen hat. Ja. Naja, Freistoß Gießen weit geschlagen, schnell ausgeführt. Marcos ist aber direkt dazwischen und schafft es zusammen mit Dagfuß dann jetzt auch den Ball zu sichern. Ja, aber blind nach vorne geschlagen. Aber Andis Schaller kann das den Ball erarbeiten. Er springt da rein. Ja, und gibt es halt Freistoß. Ja, gibt schon gelb, ist schon klar. Ja. Ja. Ja, wird er gelb geben. Andes Schala sieht jetzt also auch die gelbe Karte. Schiedsrichter sagt ihm, Jungen, überdrehe nicht. Gibt natürlich entsprechende Kommentare aus dem OFC-Fanblock. Also die 800 Schiedsrichter da hinten haben das etwas anders gesehen. Aber obwohl die ganz gut standen, muss ich sagen. Ja. Die 800 Linienrichter aus Offenbach. Ja, die hatten sehr freie Sicht da drauf. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich ein Moritz für den anderen kommen. Der Bomber wird kommen. Also wird jetzt gleich sich sein Trikot anziehen. Muss mal schauen, wer rausgeht. Ich würde sagen, Moritz Hartmann wird rausgehen dafür. Wirkt a wenig platt gelaufen, war viel unterwegs in der ersten Halbzeit. Links wie rechts, richtiger Aktivposten. Aber schauen wir mal, wer dafür jetzt rausgeht. Der erste Wechsel von Angelo Balletta. Daniel Kettler schreibt, hallo ihr beiden, wie immer bedanke ich mich für eure tolle Übertragung. Aber habt ihr heute schon eure Empfänglichkeit bekundet? Nicht, dass es daran liegt. Grüße nach Welzheim, wie gesagt, vom Daniel Kettler. Wir sind empfänglich, ganz klarer Fall. Hast du denn schon deine Empfänglichkeit bekundet? Das ist die Frage, ne, lieber Daniel. Da muss man auch bei sich anfangen. Sag doch jetzt mal bitte laut, ich bin empfänglich. Und wenn ihr das alle macht, dann wird der OFC hier gleich in Führung gehen. Kaspars Voodoo-Tricks. Also. Wenn das schon Voodoo ist. Also, weiter geht's. Richie Weil. Capitano. Lemmer. Jetzt geht's schnell. Ja, über die rechte Bahn. Ja, Hartmann. Kommt er? Aber erst einmal geklärt. Auf Gießners Seite. Ja, wir versuchen es im Gegenpressing, den Ball zurückzuholen. Kann Gießen das auflösen? Ja, nicht so ganz. Und jetzt Richard Weil, rechter Außenmann. Jetzt kann er den Ball in die Mitte reinbringen. Jawohl! Wie ein Kanonenschuss, der Ball in die Mitte. Rausgeklärt erstmal. Trotzdem, Campagna holt den Ball zurück und haut drauf. Aber der Ball, der verschrammt. Und der geht sogar noch in Seiten aus, glaube ich. Oder? Was gibt's? Es gibt erstmal Wechsel. Ja, also jetzt wird der Bomber also kommen. Schauen wir mal, wer rausgeht. Gibt's da schon irgendwelche Anzeichen? Andes Schala wird runtergehen. Also Kopfballspieler für Kopfballspieler. Dann schauen wir mal, ob der Bomber uns hier eine Runde weiterschießen kann.
Es wäre schön, wenn er heute mal wieder treffen würde. Wäre ein guter Zeitpunkt. Jetzt haben wir also Moritz und Mike auf dem Feld. Wenn es damit nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt gibt es also Einwurf, so glaube ich, jawohl, für die Gießener. Die klären erstmal weit raus. Können wir den Ball sichern? Ja, nicht so ganz. Weil im Kopfballduell, jawohl, schön auf Campagna gespielt, aber der wieder direkt nach vorne geschlagen. So können wir den Ball natürlich nicht festmachen und kontrolliert nach vorne spielen. So schenken wir den Ball leider den Gießnern direkt zurück. Ja, das Spiel steht spitz auf Knopf. 82. Minute, immer noch 0-0. Und die Gießener haben durchaus auch jetzt ihre Möglichkeiten gehabt. Vielleicht sogar die beste Möglichkeit im Spiel, muss man sagen. Denn da war Trabant nur mit der Fingerkuppe dran. Riesenreflex und konnte den Ball an den Pfosten lenken. Da hätte es normalerweise eingeschlagen. Jawohl. Da hätten wir lange Gesichter gemacht. Kalter Wind jetzt, Donnerschlag. Ja, ganz kalt. Läuft uns der Rücken herunter und es wird den nächsten Freistoß geben. Aber für den UFC. So eine 50-50-Entscheidung kannst du so rum oder so rum entscheiden. Ist jetzt mal für den UFC entschieden worden. Im Zweifel für den Verteidiger also. Trabant wird den Ball gleich weit nach vorne schlagen. Am besten, am liebsten wäre es in Richtung Moritz Reinhardt. Und der setzt sich dann irgendwie auf seine ganz eigene Art und Weise, setzt er sich durch und schaufelt das Ding ins Tor. Ja, schöne Grüße kommen aus Mönchengladbach. Ich grüße die ganze Fangemeinde der Offenbacher Kickers. Bin leider durch die Arbeit gezwungen, zu Hause zu bleiben. Wir holen den Sieg. Ja, und der Gladbacher an sich ist Kickers-Fan, weißt du ja. Vollkommen klar. Also, vielleicht, da gab es eine kurze Zeit, als Günther Netzer da mal drüben mal gekickt hat. Da hat man sich auch andere Spiele angeguckt, aber inzwischen wüsste ich nicht, was man da noch gucken soll. Ist man auf den Bögelberg gegangen, ne? Ja, zumindest, wenn der OFC dort gespielt hat. Ja, nein. Also Gladbach, ich finde das klasse, auch was sie den Höhenflug wieder haben. Das ist eine tolle Sache. Ich wünschte, sie könnten es halten bis zum letzten Spieltag. Ja, schauen wir mal, ob sie das können. Die müssten, glaube ich, jetzt bald spielen. Ne? 15:30 spielen die, glaube ich. Aber gut, das soll ist alles unwichtig jetzt. Ja. Also wir konzentrieren uns hier auf die wichtigen Dinge des Lebens, ja, auf den OFC. So ist es. Und der kommt. Der kommt über Lemmer. Beziehungsweise da sollte der Ball grob hingehen. War ein bisschen zu grob gedacht, aber Gießen schenkt uns den Ball zurück und jetzt Hartmann, Campagna, jetzt läuft der Ball, Duckfuß, jetzt ganz links raus auf Ronny Marcos, jawohl, jetzt hat er Zeit, die Flanke hineinzubringen und da segelt die auch schon in den Strafraum hinein Richtung Moritz Reinhardt, der wollte da zum Kopfball abheben, aber wurde nochmal rausgeklärt, trotzdem zweiter Ball, Mike Vetter, rechte Außenbahn, jetzt wieder den Ball hineinbringen, irgendwie in die Box hinein, das muss jetzt das Mittel sein. Jawohl, Richard Weil, guter Ball hinein. Lehmer kann den Ball leider nicht kontrollieren. Unkontrollierter Klärungsversuch und so Einwurf OFC. Wir können uns da jetzt richtig festsetzen am Strafraum der Gießener und das ist nach unserem Geschmack. Ja, jetzt weiter Druck machen und dann wird die Murmel schon reinfallen. 84 Minuten gespielt. Das heißt, noch 6 Minuten zu gehen in der offiziellen Spielzeit und dann gäbe es 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls sogar noch das Elfmeterschießen. Ja, wollen wir jetzt aber erstmal davon ausgehen, dass wir es irgendwie vorher schaffen. Nach wie vor ist Zeit und das... Was? Das lässt er laufen oder was? Das kann doch nicht wahr sein! Nee! Das kann doch nicht wahr sein, dass er das laufen lässt! Das ist doch nicht wahr. Also ich möchte in die Wiederholung schauen, das sah für mich nach Abseits aus, aber schauen wir mal kurz rein. Das ist auch keine große Proteste von unseren Jungs. Na gut, wir können es jetzt hier leider nicht mehr auflösen, aber ja. Tja, also, so kann es gehen. Jetzt 0-1 hinten. Also, das ist natürlich richtig dumm. Jetzt haben wir noch 5 Minuten und jetzt müssen wir alles nach vorne werfen. Hilft alles nichts, ob du jetzt noch einen kriegst. So, es wird auch jetzt direkt. Ja, Balletta zeigt dann, jetzt muss nochmal gewechselt werden. Ja, er wird Schikora reinbringen. Für Campagna sehe ich das richtig. Wahrscheinlich noch einfach einen schnellen Mann für die Außenbahn. Egal wie, Hauptsache jetzt nochmal Druck erzeugen. Noch ein, zwei Flanken in den Strafraum hineinbringen. Ist das Schikora? Ja.
im Spiel, die 23. Ja. Schikora kommt, Lehmer darf also weiter nach vorne schieben, denke ich mal, rechte Außenbahn. Und jetzt müssen wir irgendwie noch irgendwie diesen Ausgleich hinein. Ist egal wie, er muss jetzt einfach noch einmal im Netz der Gießener klingeln. Da haben wir gar keine andere Wahl und das wird jetzt auch irgendwie noch passieren. Das müssen wir jetzt schaffen. Also, jetzt irgendwie diesen dummen Gegentreffer nochmal wegstecken, nochmal darauf reagieren. Also Pezzoni, bring den Ball hinein, bring ihn rein in den Strafraum. Jawohl, Richtung Moritz. Reinhardt, der wird aber ein bisschen angegangen, aber zu wenig für einen Freistoß oder gar Elfmeter. Also Frederik Löhe jetzt am Ball, wird ihn weit nach vorne schlagen, ja. 4 Minuten plus X. Ein bisschen was wird es nachzuspielen geben, aber jetzt auch nicht über die Maßen viel. Lovric, ja, kann den Ball da nicht ziehen. Und ja, jetzt bekommen die Gießener natürlich die zweite Luft. Kommen sie da irgendwie durch? Nein, Chikora setzt sich da gut durch. Zweiter Ball ist aber wieder bei Gießen, bei Cem Kara, der sich da gut durchsetzt. Was gibt es jetzt? Ja. Freischuss OFC. Ja, unser Freund Lieber Maso schreibt nochmal Top-Bild und Ton. Liebe Grüße an euch und babbelt jetzt ein Tor rein. Ja, was nützt das alles? Freut uns natürlich, das Lob, aber lieber hätten wir schlechten Bild und schlechtes Ton, schlechten Ton und eine OFC-Führung verkündet. Jetzt wird es ganz, ganz eng. Da nur noch exakt 3 Minuten offiziell zu gehen sind. Also Cem Kara auf Gießener Seite geht raus, bekommt ordentlich Applaus. Hat ein gutes Spiel gemacht, viel gewirbelt, viele Bälle festgemacht, behauptet. Ja, und ich habe es jetzt leider nicht gehört, wer reinkommt. Aber ein baumlanger Kerl, der wird in der Innenverteidigung jetzt alles rausköpfen sollen. Keine Frage, da muss man kein großer Prophet für sein. Ja, Gießen wird sich da jetzt hinten einigeln und auf Konter warten. Jetzt müssen wir hier irgendwie noch einmal in die Offensive kommen. Einmal den Ball noch reindrücken. Das ist wichtig jetzt. Ja, vielleicht jetzt mit Langholz mal probieren. Denn viel Zeit ist nicht mehr. 2,5 Minuten noch. OFC-Anfeuerungsrufe der 800 Mitgereisten. Hartmann auf der Brust. Ja, rechts rausgelegt. Ja, Ecke, Ecke, Ecke für den OFC von der rechten Seite. Und hört nur. Komm, jetzt machen wir ein Ding für Streu. Auf. Jetzt hinein. Auf der rot-weißen Wolke, die er sitzt, drückt uns alle jetzt die Daumen, dass wir das Ding irgendwie reinbekommen. Eckball fliegt hinein. Oh, kurz und flach, warum denn? Meine Güte, warum muss das denn jetzt ein kurz und flacher Eckstoß sein? Naja, gut. Weiter geht's. Ja, jetzt nochmal rausgeklärt. Naja, Trabant muss jetzt hier weit aus seinem Tor heraus und schnell nach vorne schlagen. Ja. Ja, Kopfballverlängerung. Ja, im Strafraum. Was? Oh, was denn? Meine Herren, das hat er sehr exklusiv, diese Meinung. Da hat er Stürmer faul gepfiffen. Ich wollte gerade noch sagen, für einen Elfmeter für Reinhardt war es zu wenig. Und dann pfeift er wieder Freistoß für Gießen. Aber gut. Das ist ärgerlich, aber wir haben es halt auch davor, vor diesen Fehlentscheidungen schon nicht geschafft. 1-0 in Führung zu gehen, ärgerlicherweise. Und so scheint es, als würden wir mal wieder mit langen Gesichtern aus Gießen heimfahren. Die 90. Spielminute ist jetzt angebrochen. Aber da wird es natürlich noch was drauf geben. Und das macht es nicht leichter jetzt. Aber Freistoß OFC, schnell ausführen, komm. Eieiei, jetzt Missverständnis, wer soll hier ausführen? Ja los, macht euch nach vorne. Also Trabant, natürlich. Komm da, weit nach vorne geschlagen. Ja, wollten wir eben keine Verlängerung haben und keinen Elfmeterschießen, so würden wir es uns jetzt doch sehr wünschen. Jetzt nehme ich nichts lieber als das. Irgendwie hier noch den letzten Punch setzen, irgendwie noch in die Verlängerung kommen. Einen Ball nochmal hinein in den Strafraum, weiter Einwurf, Richard Weil wird es jetzt wieder geben, fliegt weit hinein, Mike Vetter kommt da noch irgendwie dran, Gießen kann wieder rausklären, jetzt mit dem großen Konter, ja. Foul und das ist, wenn man es ganz streng auslegt, eine Notbremse, aber zum Glück legt es der Schiedsrichter nicht so aus. Gelb für Francesco Lovric. Und die Gießener, die wollen dann natürlich die Notbremse gesehen haben. Ich denke, über Schiedsrichterentscheidungen brauchen die sich heute nicht zu beschweren. Ja, wir sind schon in der Nachspielzeit. Und ich habe nicht gesehen, ob er was angezeigt hat, wie viel er nachspielen möchte. Gießener wäre natürlich jetzt hinten zumachen.
Was zeigt er? Was zeigt er da? Es waren drei. Zwei oder drei? Also. Ja, nur zwei Minuten. Eieiei. Verletzungsunterbrechung ohne Ende. Sehr knapp bemessen. Nicht zu unserem Vorteil auf jeden Fall. Ja, und davon sind da jetzt auch schon eine wieder umfasst, oder? Also. Das ist richtig, richtig. Ja, wir müssen im Grunde jetzt mit den nächsten Möglichkeiten müssen wir das Tor machen. Sonst ja, ist es hier passiert. Wenn wir überhaupt noch eine bekommen, schwer genug wird das, da nochmal in die Box reinzukommen. Denn Gießen möchte jetzt natürlich unbedingt den Ball halten. Und das machen die auch gar nicht so schlecht. Ja. Pezzoni kriegt da nochmal den Freistoß. Jetzt einfach nur ganz schnell. Rennt alle so schnell ihr könnt nach vorne. Und dann müssen wir das Ding da irgendwie reindrücken. Och, jetzt ist er wieder. Großes Unwissen, wer diesen Ball da jetzt nach vorne treten soll. So, jetzt kommt eine Aktion, das ist die letzte Aktion, die muss jetzt hier noch irgendwie gewinnbringend verwertet werden. Lovric, bring den Ball nach vorne, weit, weit nach vorne, Richtung Reinhardt. Ja, der steigt da hoch, aber da köpfen sie natürlich raus. Jetzt nochmal Richard Weil, rechts rausgelegt auf Schikora, das ist gut. Der hat da nämlich ein bisschen Platz, könnte da jetzt flanken oder in die Tiefe geht Jakob Lemmer. Nee, er entscheidet sich fürs Flanken, bringt den Ball weit hinein Richtung zweiten Pfosten. Ah, wird wieder nochmal rausgeköpft, jetzt vielleicht nochmal, aber da ist der Strafraum zu dünn besetzt. Und jetzt rausgeklärt und ich glaube, das war's. Ich fürchte, das war's. Nee, einen haben wir noch. Komm. Einen haben wir noch. Okay. Also, Techno-Service Weißbad präsentiert heute die Live-Übertragung. Oh. Und hier muss jetzt noch was gehen. Komm, letzte Sekunde dann. Also, das ist jetzt die allerletzte Chance für den OFC. Über die rechte Bahn jetzt nochmal. Komm. Jetzt bring den Ball auch rein. Weil. Ah, der ist weg. Also, komm, schnell, sonst pfeift er ab. Jawohl. Schon wieder ein Scheißball. Meine Herren. Also, die sind natürlich jetzt nur daran, das Ding erstmal wegzuhauen. Und der Bomber dort vorne im Getümmel. Mike Vetter, was macht er? Jetzt kommt die Flagge in die Mitte. Oh, Nachschuss. Oh, und jetzt Tagfuß. Was macht er? Oh, das war das Ding. Das musste es sein. Ei. Ich befürchte, das war's. Den musst du reinmachen. Und jetzt ist hier im Grunde das Ding verloren. 3 Minuten über die Zeit gespielt. Ja. Und warte mal, der pfeift immer noch nicht ab. Warte mal, ob wir noch eine Chance bekommen. Also komm jetzt, mach, werf doch. Okay, komm. Ist er durch? Freistoß und nochmal gelb und Freistoß. Also komm, wir haben tatsächlich noch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, er schenkt sie uns. Also, 94. Minute. Jetzt gehen natürlich alle mit nach vorne. Vollkommen aufgemacht. Trabant wird das Ding schießen. Und hört nur OFC. Die Mehrheit hier im Stadion der Gießener auf Offenbacher Seite. So. Lieber Fußball, jetzt schauen wir mal einmal ganz kurz nach Gießen und jetzt gib uns hier dieses eine letzte Tor. Bitte. Hinein das Ding, hoch, weit, alles da im Strafraum. Ja, Gießen köpft da erstmal raus und dann war's das. Die kontern jetzt und das war's. Ja. Also, damit scheiden wir wahrscheinlich. Er lässt immer noch weiterspielen und jetzt gibt es 2-0. Nee, also gut, mal sehen, was er jetzt macht. Komm, Trabant. Er läuft, der Schiri pfeift nicht ab. Wir sind in der 96. Minute. Und Mike Vetter, der trabt hier noch. Ah, auf die rechte Seite gespielt. Schikora, was macht er? Der OFC hat noch eine Möglichkeit. Das gibt's doch gar nicht. Also, da drängt er rein. Jetzt in den Strafraum in die Mitte. Zentral. Ah, ins Gebölk. Und das war's. Der OFC ist ausgeschieden im Hessen-Pokal. Ei, wir sind bedient. Am Mikro sagt Tschüss, Lars Kistner. Und Kasper Lauck. Ciao, Leute.